Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem großen Kongress Werte und Politik hier in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Etwa 500 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Medien, fast 40 Referentinnen und Referenten, die allesamt in ihrem Feld Herausragendes geleistet haben, 2 Kongresstage mit 9 Podien und Arenen, über 30 im Vorfeld veröffentlichte und breit diskutierte Beiträge zu vielen Aspekten der Wertedebatte. Diese Aufzählung macht vielleicht deutlich, dass wir als Friedrich-Ebert-Stiftung viel Engagement und Energie in die Vorbereitung dieses Kongresses investiert haben. Sie können daran ersehen, dass es uns ein besonderes Anliegen ist, die Debatte um Werte und Politik in Deutschland zu beleben. Welche Rolle spielen Werte in der Gesellschaft und in der Politik oder vielmehr auch, welche Rolle sollten sie spielen? Wie ist es um das Verhältnis von abstrakten Werten und konkretem politischen Tun bestellt? Wie unterscheiden sich die Werteverhältnisse der unterschiedlichen politischen Strömungen? Wie können die Werte der Aufklärung zeitgemäß interpretiert werden? Politik braucht klare Orientierung. Nur wer über einen klaren Wertekompass verfügt, nur wer weiß, wo er hin will, wird sein Ziel auch erreichen und andere dabei mitnehmen können. Mit den Werten in der Politik verhält es sich wie mit vielen Dingen im Leben. Erst wenn sie nicht mehr da sind, wird deutlich, wie sehr sie einem fehlen. Der Rekurs auf Werte wird in der politischen Debatte nicht immer explizit gemacht. Nur selten werden politische Entscheidungen mit ihnen begründet. Aber wenn sie auch implizit fehlen, wenn sie nicht mehr Leitfaden für politisches Handeln sind, dann verliert Politik ihre Substanz und ihre orientierende Kraft. Und man fragt sich, wofür steht diese oder jene Partei oder diese oder jene Regierung eigentlich noch? Was hält sie zusammen? Was treibt sie an? Wo will sie hin? Vor dem Hintergrund dieser fundamentalen Bedeutung von Werten für das Politische ist es erstaunlich, dass die vergangenen 3 Jahrzehnte von einer eigentümlichen Wertearmut geprägt waren. Die scheinbar grenzenlose Durchökonomisierung der Gesellschaft führte dazu, dass viel zu oft Entscheidungen nicht auf einer Wertegrundlage getroffen wurden, sondern mit Sachzwängen und scheinbaren Alternativlosigkeiten begründet wurden. Vielleicht liegt auch hierin einer der Gründe dafür, dass sich viele Menschen von der Politik abwenden. Umso wichtiger ist es uns, einen Beitrag zur Belebung der Wertedebatte zu leisten. Und natürlich nehmen wir als Friedrich-Ebert-Stiftung dabei besonders genau die Werte der Sozialdemokratie in den Blick. Die SPD hat sich in ihrer fast 150-jährigen Geschichte immer durch ein solides Wertefundament ausgezeichnet, was aber in den vergangenen Jahren im Diskurs vielleicht nicht immer deutlich genug geworden ist. Die politischen Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität und wie diese zeitgemäß im 21. Jahrhundert verstanden werden können, werden deshalb heute und morgen in unserem Kongress auch eine wichtige Rolle spielen. Meine Damen und Herren, ich wünsche uns einen spannenden und erkenntnisreichen Kongress. Wie gesagt, Politik braucht klare Orientierung, aber klare Orientierung braucht auch die lebendige Debatte. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr zahlreiches Kommen und freue mich auf einen regen gedanklichen Austausch heute und morgen. Bevor ich jetzt an unser Organisationsteam übergebe, lassen Sie mich ganz kurz die Teilnehmer des ersten Podiums begrüßen. Die Moderation hat dankenswerterweise Dr. Werner A. Perger übernommen. Den muss ich hier nicht vorstellen. Alle, die die Zeit lesen, kennen ihn. Beginnen wird das Podium mit einem Input von Professor Hans Joas. Diskutieren werden die Generalsekretärin der SPD Andrea Nahles, sie ist auf dem Weg hierher, Frau Professor Edda Müller, Vorstandsvorsitzende von Transparency International, vorher eine Vielzahl von Funktionen als Schleswig-Holsteiner, sage ich mal, sie war noch mal Ministerin in Schleswig-Holstein, herzlich willkommen. Wir haben einen traurigen und zugleich guten oder ermunternden Aspekt auch noch, der Professor Schwenker, der vorgesehen war für dieses Forum, der hat sich leider schwer verletzt und kann nicht kommen. Das tut ihm sehr leid,
Aber wir haben Ersatz für ihn. Frau Roman von Deloitte und Partner ist eingesprungen. Sie ist uns bestens bekannt aus dem Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Toll, dass Sie so kurzfristig gekommen sind. Jetzt gebe ich das Wort an das Organisationsteam. Danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche uns allen einen tollen Kongress. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Auch unsererseits herzlich willkommen. Ich möchte Sie hier herzlich begrüßen zu unserem Kongress zu Werten und Politik. Mein Kollege Tobias Mörschel und ich, wir waren an der Vorbereitung und Konzeption dieses Kongresses beteiligt und würden gerne zu Beginn ein paar sozusagen Klärungen versuchen zum Wertbegriff, aber auch ein paar Hinweise zum Ablauf, zu organisatorischen Aspekten der nächsten zwei Tage geben. Als wir begonnen haben, uns mit Werten und Politik auseinanderzusetzen, als klar war, wir machen diesen Kongress, haben wir zunächst relativ viel Zeit darauf verwandt, uns selbst darüber klar zu werden, was ist eigentlich damit gemeint mit Werten. Es ist sozusagen ein gängiger Begriff und zugleich ist er schwer und anspruchsvoll zu definieren. Wir möchten jetzt auch hier keine Definition versuchen, dazu wäre die Zeit zu kurz und das können andere wahrscheinlich auch besser als zumindest ich, aber wir möchten gerne kurz die Funktion, die Werte einnehmen können. Die möchten wir kurz in den Blick nehmen können und dafür Hans-Jochen Vogel zitieren. Der hat im letzten Jahr eine ganz bemerkenswerte Rede gehalten unter dem programmatischen Titel »Warum wir ohne Werte nicht leben können«. Und er hat darin drei Funktionen von Werten beschrieben. Er hat zunächst gesagt, Werte sind erstens ein Maßstab für individuelles Handeln. Ja, also verhalte ich mich gerecht etwa. Sie sind zweitens ein Maßstab für die Beurteilung von gesellschaftlichen Zuständen. Also leben wir in einer gerechten Gesellschaft, das wäre etwa die zweite Dimension. Und sie sind drittens Maßstäbe für gemeinschaftliches Handeln, also das Handeln von politischen Bewegungen, von Parteien etwa. Das wäre die Frage, welche Beiträge kann Attac, die SPD oder die FDP für eine gerechte Gesellschaft in Deutschland leisten. Für uns waren diese drei Dimensionen ganz hilfreich bei der Vorbereitung des Kongresses und wir möchten sie sozusagen Ihnen auch mit an die Hand geben für die nächsten zwei Tage. Ja, und das war so ein bisschen auch Ausgangspunkt unserer Überlegungen gewesen. Wir versuchen möchten, dieses Großthema Wert und Politik irgendwie in handhabbare Portionen zu gliedern, auch gut systematisch diskutieren zu können und haben versucht, dieses Großthema in vier thematische Blöcke zu fassen, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Wir werden eingangs in der ersten Runde hier eine Bestandsaufnahme von Werteentstehung und Wertewandel vornehmen und klären gemeinsam, welche Bedeutung Werte für unser Handeln in den verschiedenen gesellschaftlichen Sphären wie Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft haben. Wir werden uns dann anschließend in drei unterschiedlichen Arenen den politischen Grundwerten der sozialen Demokratie zuwenden und eben debattieren möchten, wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zeitgemäß zu verstehen sind und gelebt werden können. Am heutigen Abend dann werden wir dann in einer Podiumsrunde das Leitthema des Kongresses diskutieren und nach der Relevanz von Werten in der politischen Praxis fragen und hierbei sicherlich auch den sich manchmal auftuenden Graben zwischen werteorientiertem und pragmatischem Handeln ausleuchten. Am morgigen Freitag werden wir daran anschließend uns in einem dritten Schritt gleichsam der praktischen Anwendung widmen und zunächst klären gemeinsam, wie weit eine klare Werteorientierung die Voraussetzung für gutes Regieren ist, bevor wir dann in zwei weiteren Arenen Werte und Gesellschaft und Werte und Wirtschaft in den Blick nehmen werden. Und den Abschluss unseres Kongresses bildet dann eine Reflexion über den Zusammenhang von Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Politik. Ist doch das Vertrauen in Politik, das maßgeblich auf glaubwürdig gelebte und umgesetzte Werte bei politischen Handeln basiert, das Fundament demokratischer Politik. An dieser Stelle möchten wir jetzt hier nicht weiter in die Einzelheiten gehen. Den ganz genauen Programmablauf mit allen Details zu den einzelnen Foren finden Sie in den Tagungsmappen, die Sie hoffentlich alle bekommen haben. In den Tagungsmappen finden Sie des Weiteren Leitfragen zu den einzelnen Podiums und Panels, die wir in den nächsten zwei Tagen bestreiten werden. Sie finden auch, wenn wir ein gewisses logistisches Unternehmen haben, verschiedene Räumlichkeiten, Gebäudentagen, auch einen Lageplan, wo die einzelnen Foren stattfinden. Da sagen wir im Anschluss an diese Veranstaltung hier auch nochmal was.
Sie finden Biogramme der einzelnen Referentinnen und Referenten sowie der Moderatorinnen und Moderatoren. Und Sie finden dort, was uns sehr wichtig ist, einen Evaluationsbogen. Uns ist wichtig, wie Sie am Ende diese gesamte Veranstaltung bewerten, denn nur darauf aufbauen können wir auch was lernen und das nächste Mal versuchen, noch besser zu werden. Deshalb die herzhafte Bitte, füllen Sie den auch aus am Ende des Kongresses. Ja, vielen Dank. Ihnen ist es schon aufgefallen, wir haben hier verschiedene Kameras positioniert. Das ist nicht nur sozusagen für unser persönliches Fotoalbum gedacht. Es ist so, dass wir einen Livestream machen von diesem Kongress. Das Interesse, die Nachfrage nach diesem Kongress war relativ groß. Wir konnten nicht das ganze Interesse hier aus kapazitativen Gründen bedienen. Deshalb haben wir durch diesen Livestream die Möglichkeit eröffnet, an den Debatten hier auch teilzunehmen. Wir werden sie immer mal wieder sozusagen auch hier in den Raum holen, indem wir Fragen, die dann im Internet gestellt und diskutiert werden, auch hier aufs Podium zurückspielen. Wir übertragen das nicht nur, wir dokumentieren es auch. Nächste Woche werden Sie das, was hier mitgeschnitten wird, auf unserer Seite www.werteundpolitik.de im Internet nachvollziehen können. Falls Sie also ein Ihnen wichtiges Forum verpasst haben, heute können Sie das nächste Woche nachvollziehen. Und ich freue mich sehr, Herrn Weibrecht hier begrüßen zu dürfen. Wir machen das alles nicht nur digital, wir dokumentieren das nicht nur digital, sondern wir haben Herrn Weibrecht auch eingeladen, es sozusagen analog und in Form eines Bildes, eines Gesamtkunstwerks, diesen Kongress festzuhalten. Ich bin ganz gespannt, was am Ende dieser zwei Tage auf dieser großen Tafel steht. Noch ein letzter Hinweis, falls Sie irgendwelche Fragen haben zu organisatorischen Aspekten, zu Abläufen, Räumen, wenden Sie sich vertrauensvoll an diejenigen, die mit diesem bordeaux-roten Schild gekennzeichnet sind. Die können Ihnen zumindest zum Kongress alle Fragen beantworten und vielleicht auch noch einiges darüber hinaus. Ich möchte jetzt die Teilnehmer des ersten Podiums bitten, auf das Podium zu kommen. Ich würde das Wort übergeben an Dr. Werner A. Perger, der das Podium moderiert. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Mikrofonprobe, ich glaube, ich bin gut zu hören. Mein Name ist Werner Perger. Ich lebe in Berlin, habe einen österreichischen Migrationshintergrund und bin Autor in erster Linie der Zeit. Bevor ich die gesetzliche Zwangsgrenze erreicht hatte, war ich in verschiedenen Funktionen für die Zeit tätig, Reporter, Korrespondent und Redakteur. Wir beginnen mit dem Impulsreferat, das uns Professor Joas zugesagt hat. Ich müsste ihn nicht vorstellen, tue es aber, weil auch aus Höflichkeit dem Referenten gegenüber. Professor Joas lebt in Berlin, er ist Soziologe und Sozialphilosoph. Sein wissenschaftliches Zentrum ist in Freiburg. Dort leitet er das Institute for Advanced Studies. Davor war er, und das macht er seit dem Jahr 2011, davor war er Professor in Erfurt. Er ist Autor vieler Bücher, Herausgeber von Büchern und Autor vieler Aufsätze. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt, wie Sie wissen und was auch der Grund ist, warum er hier bei uns ist, ist die Werteforschung mit einem großen Schwerpunkt, vor allem in jüngster Zeit auf den Menschenrechten. Besonders viel zitiert und diskutiert wurde das Buch über die neue Genealogie der Menschenrechte, wie es im Untertitel heißt, im Haupttitel die Sakralität der Person. Ein Aufsatzband über die kulturellen Werte Europas hat auch ihn zum Herausgeber und den empfehle ich zur Lektüre jedem, den das interessiert. Herr Professor Joas, Sie haben das Wort. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Eine kleine Korrektur nur. Ich bin froh, dass ich nicht der Leiter dieses Freiburger Instituts for Advanced Study bin. Ich bin dort tätig.
Ich mache folgende Vorbemerkung. Ich erfülle mit diesem Kurzreferat sozusagen einen Parteiauftrag. Das heißt, man hat mir bestimmte Fragen vorgegeben, auf die ich eingehen werde, und man hat sie wahrscheinlich mir gestellt, weil ich der Autor dieses Buches Die Entstehung der Werte von 1997 bin. Meine Antworten stützen sich auch darauf. Ich habe aber das Bedürfnis, diese Vorbemerkung zu machen, damit Sie nicht den Eindruck haben, der sagt immer dasselbe. Also ich könnte auch über was anderes reden, aber ich rede jetzt wunschgemäß über etwas, was ich eigentlich schon vor 15 Jahren schriftlich niedergelegt habe. Das tue ich in drei Hinsichten. Ich sage kurz etwas zu dem Begriff Wert. Zweitens zu den Fragen der Entstehung und des Wandels von Werten. Und drittens versuche ich in einer sehr selektiven Weise eine Brücke zu schlagen zu dem Thema Politik und Werte. Also zuerst zu dem Begriff. Der Begriff in seiner nicht ökonomischen Bedeutung, das ist was anderes, ja, wenn wir vom Wert einer Ware reden, in seiner nicht ökonomischen Bedeutung ist eindeutig aufgekommen in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts. Von dort aus hat er sich ausgebreitet auch in andere Sprachen, zum Beispiel das Englische, was für die weitere Entwicklung sehr wichtig ist, und in die allgemeine Öffentlichkeit. Um zu verstehen, was da passiert ist, ist, glaube ich, der kürzeste Weg, darauf hinzuweisen, welchen Begriff der Begriff Wert damit teilweise oder im Wesentlichen abgelöst hat, nämlich den Begriff des Guten. Wodurch unterscheidet sich dieser neue Begriff, im 19. Jahrhundert neue Begriff des Wertes, von dem lange vorhandenen, wichtigen, für die Philosophie zentralen Begriff des Guten? Ich würde bei diesem Anlass jetzt nur sagen, in zwei Hinsichten. Erstens durch eine Pluralisierung. Während es das Gute sozusagen nur einmal gibt, das ist das Gute, und die Menschen sind nur unterschiedlich imstande zu erkennen das wirklich Gute oder in ihrem Handeln das Erkannte dann auch zu befolgen. Das Gute ist sozusagen bis zu dem Punkt nicht selber etwas Plurales. Von der Verwendung des Wertbegriffs ab wird es das, könnte man sagen, oder anders formuliert, der Begriff des Werts versucht dem Rechnung zu tragen, dass für verschiedene Menschen Verschiedenes als das Gute erscheint. Und jetzt nicht nur verschiedene Individuen, sondern zum Beispiel verschiedene Kulturen, verschiedene Klassen, meinetwegen verschiedene Geschlechter. Ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, Max Scheler, hat für diesen Sachverhalt eine wunderschöne Formulierung gefunden, die auf den ersten Blick völlig paradox klingt, nämlich das an sich für mich. Also an sich kann man eigentlich nicht verbinden mit für mich, aber er wollte eben sagen, verschiedene Leute empfinden etwas anderes, also unterschiedliches, als an sich gut. Das Gute an sich, aber für mich. Die zweite Veränderung neben dieser Pluralisierung des Guten, die zu dem Wertbegriff also geführt hat, nenne ich eine Historisierung. Dieses Gute vorher ist sozusagen unhistorisch. Das ist immer in allen Zeiten und für alle Ewigkeit das Gute. Jetzt kommen Vorstellungen auf der Art, dass Vorstellungen vom Guten in der Geschichte völlig neu entstehen. Das bricht auch mit Hegel und Marx. Weil man bei denen sagen könnte, dass die zwar sehr viel über Geschichte nachdenken, aber die Geschichte sozusagen irgendwie auf das Gute zuläuft. Während jetzt ein Denken aufkommt, das sagt, nein, es entstehen völlig neue Sachen, auch in der Zukunft. Völlig neue Vorstellungen vom Guten, die jetzt keiner voraussagen kann und die dann in dieses Konzert dieser Pluralität unterschiedlicher Vorstellungen mit Eingang haben. Zum Abschluss dieses ersten Punktes grenze ich jetzt den Begriff Wert nur noch ab von zwei anderen Begriffen. Man könnte das natürlich gegenüber viel mehr anderen Begriffen abgrenzen, aber ich tue es jetzt nur bei zweien. Das ist für mich sehr wichtig, diese zwei, und dann erst sieht man, glaube ich, das Profil dieses Wertbegriffs besser.
Das eine ist der Unterschied zu Normen. In der öffentlichen Diskussion wird das fast ständig in einem Atemzug verwendet. Werte und Normen, heißt es immer. Und jetzt haben natürlich verschiedene Denker verschiedene Terminologien. Und ich habe nicht das Recht oder die Chance, eine einheitliche Terminologie festzulegen. Natürlich nicht. Aber ich sage mal, wie ich es verwende, und damit bin ich jetzt nicht irgendwie ganz alleine, ja, mir ist wichtig der Unterschied zwischen attraktiv und restriktiv. Soll heißen, die Normen schränken uns ein. Normen verbieten mir, moralisch oder rechtlich, bestimmte Sachen zu tun, bestimmte Mittel zu verwenden, die ich eigentlich verwenden könnte. Es passt niemand auf in dem Laden und da steht eine teure Flasche Cognac. Ich könnte die jetzt hinaustragen, ohne zu bezahlen. Aber meine moralische Vorstellung oder vielleicht auch nur das Recht untersagt es mir und hindert mich gewissermaßen daran. Insofern werde ich eingeschränkt. Die Werte dagegen sind attraktiv. Da zieht mich was an, da begeistert mich etwas. Da bringt mich etwas überhaupt erst auf die Idee, etwas zu tun, worauf ich sonst gar nicht gekommen wäre. So wie es bei der Begegnung mit Vorbildern ist, wo ich vor der Begegnung mit dem Vorbild gar nicht wusste, dass man so großartig handeln kann. Und jetzt sehe ich das als eine reale Möglichkeit an. Also das wäre für mich die Unterscheidung von Werten und Normen. Und ganz wichtig, vor allem in der Auseinandersetzung mit Ökonomen, ist die Unterscheidung von Werten, von jetzt wieder einem anderen Gegenbegriff, nämlich dem des Wunsches oder der Präferenz. Es gibt also viele, vor allem von der Ökonomie stark beeinflusste Denker, die machen da keinen Unterschied oder keinen großen Unterschied und sagen, Werte sind auch bloß sowas wie Wünsche, vielleicht langfristige Wünsche, vielleicht etwas höherstufige Wünsche. In meiner Sicht sind Werte was fundamental anderes als Wünsche. Nämlich, also jetzt auf Englisch gibt es da, sage ich mal kurz auf Englisch, weil da gibt es das schön terminologisch, der Unterschied von desired und desirable. Also die Wünsche sind einfach faktische Wünsche. Ich spüre, dass ich jetzt gern was trinken würde oder so. Ja? Das andere sind Vorstellungen über das Wünschenswerte. Und das ist bei uns in unserem Innenleben nicht identisch. Ich kann etwas mir sehr wünschen, aber gleichzeitig denken, das sollte ich mir nicht wünschen. Ich muss diesen inneren Schweinehund besiegen. Oder zumindest für eine bestimmte Zeit unter dem Deckel halten. Also Ende dieses ersten Teiles lautet, wenn man jetzt schon Werte definieren wollen würde, würde ich sie so definieren, Werte sind sehr stark emotional besetzte Vorstellungen vom Guten. Stark emotional besetzte, also nicht bloß Meinungen, ja, sondern das packt mich, es empört mich, wenn jemand das dagegen verstößt oder so. Ja, stark emotional besetzte, jetzt könnte man noch vieles da dazu sagen, natürlich, um das genauer zu machen, das tue ich jetzt nicht. Zweitens, ganz kurz zur Frage der Entstehung. Wenn man von den Individuen ausgeht und fragt, oder jeder und jede sich, wie kommt es eigentlich dazu, dass sie der Mensch sind, der sie sind, mit den Werten, die sie haben? Dann kann, glaube ich, niemand bestreiten, dass die unterste Schicht jeweils ist, das, wie wir aufgewachsen sind. Ich sage in diesem Buch von 1997 die Prozesse der Selbstbildung. Also zum Beispiel unsere Identifikation mit Mama und Papa oder Oma und Opa oder irgendwas. Ja? In der allerersten Kindheit können wir nicht anders, als unsere liebevolle Anlehnung an wichtige Bezugspersonen so weit zu treiben, dass wir auch die Wertvorstellungen dieser Menschen übernehmen und verinnerlichen. Das geht nicht anders. Kein Dreijähriger hat jemals gesagt, Papa, ich mag dich, aber mit deinen Wertüberzeugungen stimme ich fundamental nicht überein. Ja? Während dieses Quasi-Zitat
relativ typisch ist, sagen wir mal, für 12-Jährige oder 13 oder je nachdem. Ja? Das heißt, irgendwann fangen wir an zu unterscheiden zwischen dem Anlehnen an Personen und dem Gutfinden von Werten. Aber ursprünglich ist das eines. Also in jedem von uns ist die unterste Schicht, glaube ich, entstanden aus einer solchen irgendwie gearteten Identifikation mit anderen. Aber dabei, also Eltern, sage ich jetzt mal verkürzend, ja, können natürlich viele andere auch sein. Aber dabei bleibt es eben nicht, sondern wir lösen uns davon. Ich glaube aber nicht, dass wir uns lösen in eine Art leere Autonomie hinein, wo wir dann anfangen, selber auszuwählen. Das stimmt alles nicht, glaube ich, empirisch stimmt das nicht. Sondern, dass das, was dann passiert, starke Erfahrungen sind. Und dass wir also verstehen müssen, welche Werte Leute haben, oder dass wir es nur dann verstehen können, wenn wir auf die starken Erfahrungen setzen. Ich spreche von Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Das hat nichts mit einem religiösen oder metaphysischen Begriff von Transzendenz zu tun, sondern soll nur heißen, Erfahrungen, die wir machen, wo wir das Gefühl haben, etwas reißt uns über unser bisheriges Selbst hinaus. Das können ganz verschiedene Arten von Erfahrungen sein. Und dann natürlich unter die Notwendigkeit, diese Erfahrungen irgendwie auszulegen. So kommt es auch zum Wertewandel, wenn man jetzt sich eine Gesellschaft mindestens als Aggregat vieler Individuen vorstellt. Zum Beispiel kommt der Wertewandel manchmal dadurch zustande, dass Menschen selber umdenken, manchmal aber dadurch, dass die Generationen gewissermaßen ausgetauscht werden. Also das schaut dann so aus, in Deutschland haben sich die Werte gewandelt, aber vielleicht hat sich bei keinem von den Alten was gewandelt, sondern die werden nur weniger und die Jungen mit anderen Werten werden mehr. So würde ich zum Beispiel die zunehmende Demokratisierung der demokratischen Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg beschreiben, dass nicht so ganz viele Menschen selber sozusagen konvertiert sind zur Demokratie, aber dass eine nachwachsende Generation demokratischer wurde. Letzter Satz dazu, der mir wichtig ist. Wenn ich recht habe mit diesen sehr verkürzten Ausführungen über das, wie Werte und Wertbindungen entstehen, dann ist eigentlich schon unmittelbar klar, dass die Vorstellung, man könnte die erzeugen, so nicht zutrifft. Also ich kann noch nicht mal mit mir selbst einen Prozess veranstalten, in dem ich sage, jetzt beschließe ich, dies soll künftig mein Wert sein. Ich sage immer, das geht so wenig, wie man sich zwingen kann, jemanden zu lieben. Kann sich das vornehmen, aber es klappt nicht. Und in anderen Fällen möchte man nicht, aber es ist. So ist es auch bei den Werten, glaube ich. Also jede Vorstellung, dass Lehrer oder Erzieher oder politische Parteien oder Regierungen beschließen können, was morgen für Werte gelten, halte ich für unrealistisch. Das heißt nicht, dass man gar nichts tun kann, natürlich, aber im direkten Zugriff geht da nichts. Und jetzt drittens und ganz kurz zur Politik. Da habe ich folgende Gedanken nur ausgewählt. Zunächst einmal ganz kurz, vielleicht wissen Sie das alle, mir begegnet es natürlich jetzt seit 20 Jahren, seit ich über Werte sozusagen rede, dauernd. Es gibt viele Leute, die haben eine Aversion gegen den Begriff Wert. Und es lohnt ja, darüber nachzudenken, und gerade auch im politischen Raum. Warum diese Aversion? Manche haben sie, weil sie denken, der Begriff sei an eine ganz bestimmte philosophische Schule gebunden. Das glaube ich aber nicht, und darüber rede ich jetzt nicht weiter. Ja? Manche haben sie aber auch sozusagen im politischen Raum. Ich unterscheide da vier Typen, drei nenne ich nur ganz kurz, und über eine sage ich noch was. Natürlich haben was gegen das Reden von Werten diejenigen, die sowieso das Menschenbild haben, dass Menschen grundsätzlich nur ihren Nutzen maximieren wollen. Also ein sozusagen ökonomistisches Menschenbild. In dem können Werte gar keine Rolle spielen, ist klar. Jeder, der da von Werten redet, erscheint in dieser Perspektive als einer, der seinem Egoismus nur ein Deckmäntelchen umhängt. Also seien wir doch lieber alle ehrlich und bekennen uns dazu, hat ein Unternehmer in einer Diskussion zu mir mal gesagt, dass wir alle kleine Schweinchen sind.
Dann habe ich gesagt, sind Sie auch gegenüber Ihren Kindern ein kleines Schweinchen? Ja, dann war er ganz verwirrt. Also, weil ich glaube, dieses Menschenbild ist falsch. Es gibt es in einer linken Variante auch, zum Beispiel in beträchtlichen Teilen des Marxismus, der ja Einfluss auf die Sozialdemokratie hat, wo man die Vorstellung, eigentlich entscheiden Interessen und nur Interessen. Und dann sind es nicht kleine Schweinchen, Individuen, aber sozusagen Kollektive mit Interessen, die alles auskämpfen. Und auch da ist kein Platz für die Werte. Und die Dritten, auf die gehe ich jetzt gar nicht ein, weil es sie schon kaum mehr gibt, sind die postmodernen Moralskeptiker. Die interessantesten Skeptiker sind Liberale, jetzt im Sinn der politischen Theorie und nicht unbedingt der politischen Parteienlandschaft, die die Angst haben, dass das Reden von Werten in der Politik den Staat ideologisiert und die Freiheitsspielräume der Individuen einschränkt. Und da ist was dran, glaube ich. Diese Liberalen, auf die ich ziele, sagen deshalb, lass uns nicht so viel von Werten reden, sondern lieber von Prozeduren, also lieber Verfahren der politischen Entscheidungsbildung. Ich habe da eine bestimmte Sympathie dazu, glaube bloß, dass das eine falsche Alternative ist. Ich glaube, wir brauchen Prozeduren, in denen sozusagen keine Rolle spielt, welche Werte jemand hat, also oder zumindest kein Einigungszwang besteht. Und wir brauchen außerdem solche Foren, wo über Werte diskutiert wird und auch kein Einigungszwang besteht, aber doch eine Einigungsabsicht. Schluss des Ganzen. 2007 habe ich mir den Spaß gemacht, die Grundsatzprogramme der deutschen politischen Parteien unter diesem Gesichtspunkt der Werte miteinander zu vergleichen. Und ich sage Ihnen nur äußerst verkürzt, was damals herausgekommen ist, weil es vielleicht eine Lehre für unsere Debatten sein könnte. Erstens, in Hinsicht auf Werte sind diese Programme unglaublich ähnlich. Also Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität wird vielleicht das letzte Wort nicht ganz genauso formuliert, aber die CDU, die CSU, die SPD, die FDP, also da muss man die Unterschiede mit der Lupe suchen. Zweitens, in diesen Programmen gibt es unglaublich viele Formelkompromisse. Die CDU ist für eine solidarische Leistungsgesellschaft und die SPD für eine solidarische Bürgergesellschaft. Ich glaube, der Trick jeweils ist, dass man alles Gute in eine Formulierung verschnürt. Und dann kann niemand mehr was dagegen haben, aber niemand hat auch was davon. Die Grundsatzprogramme drücken sich systematisch um die Frage der Hierarchisierung der Werte. Also, gibt es jetzt unter den dreien einen, der, wenn entschieden werden muss, über die anderen dominiert? Ich glaube zumindest, spannend wird es erst, wenn sowas stattfindet, wenn man Situationen der Kollision der Werte vor Augen hat und dann sagt, hier geht's nicht harmonisch auf alle drei zu, sondern wir geben jetzt im fraglichen Fall der Freiheit den Vorzug vor der Gerechtigkeit oder der Gerechtigkeit den Vorzug vor der Freiheit. Genau so. Aber nicht selbstverständlich immer das Höchste wahrscheinlich, ja? Zum Beispiel gegenüber der Freiheit. Das war so meine Moral von der Geschichte am Schluss. Danke. Vielen Dank, Professor Joas. Das war eine spannende Vorlage und wir werden auf einige der Punkte zurückkommen und zurückkommen müssen. Ich stelle Ihnen jetzt die Teilnehmer des Panels vor, und zwar einen nach dem anderen jeweils vor ihren Interventionen. Wir beginnen mit Frau Katrin Roman. Auch ich möchte mich bedanken, dass sie so kurzfristig angesprungen ist. Frau Roman ist, wie schon gesagt wurde am Anfang, Wirtschaftsprüferin, arbeitet bei der bekannten Firma Deloitte und Partner. Und einer
Ihre Arbeitsschwerpunkte dort ist der Bankenbereich. Und wir waren uns schon im Vorgespräch einig darüber, dass man da ja ganz schnell, von da ganz schnell zum Thema Werte kommt. Und so haben Sie das Wort. Ja, dann bedanke ich mich, hier die Gelegenheit zu haben, ein paar Ausführungen aus Sicht eines Wirtschaftsunternehmens, den ich ja als Führungskraft angehöre, aber auch aus der Sicht einer Wirtschaftsprüferin, die eben in anderen Wirtschaftsunternehmen Fragestellungen begutachtet, Fragestellungen kennenlernt, hier sprechen zu können. Ich kann auf jeden Fall sagen, der Unternehmensalltag ist keine wertefreie Zone. Auf keinen Fall sind da die Unternehmer als kleine Schweinchen nur am Eigennutzen interessiert, an die Ausführungen anzuschließen. Denn wenn man sich ein Stück weit zurücklehnt, gibt es da aus meiner Sicht, um es mal zu strukturieren, drei wichtige Dimensionen, wo Werte eine Rolle spielen. Die wichtigste Dimension sind in der Tat die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Hier vielleicht in Gruppen zu sehen, die Unternehmensführung, Führungskräfte, Unternehmerpersönlichkeiten, aber eben auch die Mitarbeiter als Gruppe mit Ansprüchen, Ungleichwerten, aber die sich eben auch gerade von Generation zu Generation unterscheiden. Zweite Dimension, die zu erwähnen ist, sind die Produkte. Hier spielen die Werte derer, die Nachfrage schaffen, also handelnde Personen, als Konsumenten, aber auch gesellschaftliche Werte eine Rolle. Und das Dritte im Prinzip die Märkte, jetzt nicht als dieses anonyme, wer sind die Märkte, sondern die dritte Dimension Märkte, insbesondere vor dem Hintergrund der Globalisierung. Ich möchte auf diese drei Bereiche kurz paar Keynotes, paar Gedanken eingehen und da einen Schwerpunkt auf jeden Fall auf dem ersten Bereich Menschen, die in Unternehmen handeln, setzen. Ich sprach zunächst von den Unternehmerpersönlichkeiten, von den Führungskräften. Wir haben ja gerade im deutschen Rechnungswesen oder im deutschen Rechtsumfeld diesen schönen Begriff des ehrenwerten Unternehmers. Das ist sicherlich auch etwas, was sich historisch in dem, was Menschen darunter verstehen, sehr stark gewandelt hat. Aber für viele Stellen, wo Rechtsbegriffe logischerweise unbestimmt bleiben müssen, immer noch, zwar mit von Generationen, Jahrzehnt zu Jahrzehnt unterschiedlichen Inhalt, aber eben immer noch so eine werteorientierte Richtschnur ist für bestimmte Fragestellungen, für bestimmte Bewertungen des unternehmerischen Handelns. Unternehmer und Führungskräfte sind insoweit auch werteprägend in die Unternehmen hinein, weil sie mit Menschen zu tun haben in dieser Rolle. Und wir hatten es ja gerade auch im Eingangsverrat gehört, auch eine Führungskraft im Unternehmen ist nun per Definition ein Vorbild. Und ein Mitarbeiter orientiert sich daran, adaptiert vielleicht Verhalten, nicht unbedingt jetzt innere Werte, aber es prägt zumindest die Zusammenarbeit im Unternehmen eben sehr stark, auch mit welchem Wertekanon eine Führungskraft oder ein Unternehmer in dem Bereich tätig ist. Für den Unternehmer besteht im Hinblick auf die Werte oder für die Führungskraft immer die Fragestellung eigentlich darin, hier persönliche Handlungsreichweiten, also wo kann er eigentlich werteorientiert unternehmerische Entscheidungen skalieren, auszuloten, oder wo erreicht er auch diese Grenzen dann, diese Handlungsreichweiten, diese Einflussmöglichkeiten, wo ist es dann irgendwie dann doch wieder etwas Anonymes, ihn Umgebenes, das System, die Werte, der Sachzwang, die Alternativlosigkeit, die auch schon angesprochen wurde, die hier die Grenzen setzt. Und ich denke, es ist eine spannende Aufgabe, also für mich persönlich, aber eben auch für Führungskräfte, Unternehmer insgesamt, hier auch immer wieder die Grenzen auszuloten. Also wo kann ich eigentlich eine Entscheidung so fällen, dass sie meinen eigenen Werten nicht widerspricht, und wo ist denn wirklich die Grenze sozusagen der Beeinflussbarkeit? Mit Werten konfrontiert ist man auf jeden Fall durch die Führung von Mitarbeitern. Führung von Mitarbeitern ist ja auch so ein Wechselspiel zwischen Norm, also weg von und hin zu, also sprich zu einem Ziel, zu einem Wert. Das, denke ich, ist ein sehr wichtiges Feld auch, um erfolgreich im Unternehmen arbeiten zu können. Und hier merkt man den Wandel zwischen einzelnen Generationen eigentlich am deutlichsten. Es gibt ja diese viel beschriebene Generation Y, die jetzt im Prinzip von den Universitäten in den Arbeitsmarkt strömt, und man merkt schon ganz deutlich, so mit tradierten Vorstellungen auch in betrieblichen Systemen, sei es Arbeitszeitmodelle, sei es im Prinzip Anreize nur über Boni und Leistungsvergütung materieller Art, kommt man in der Gruppe nicht mehr weiter. Hier geben die Mitarbeiter selber ganz andere Werte vor. Work-Life-Balance, Vereinbarkeit Beruf und Familie.
Die jungen Kolleginnen stellen die Frage nach Karrieremöglichkeiten für Frauen. Und wenn man sie dann fragt, ja, was verbindet ihr denn mit dem Begriff Karriere, kommt da auch nicht Macht, Einfluss oder sonst was, sondern die Frage Anerkennung als hoher Wert, den diese Generation eben mitbringt in dem Berufsalltag und hier im Unternehmerischen, das dann auch irgendwo reflektiert werden muss. Da reicht es eben nicht mehr, sage ich mal so salopp, Überstunden einzufordern, weil es eben schick ist, bis nachts um 11 in einer Präsenzkultur nun zu arbeiten und dann dafür irgendwie schicke Boni zu kassieren, sondern die Mitarbeiter haben andere Vorstellungen, andere Werte, wie sie im Prinzip ihr privates Leben, aber auch ihr berufliches Leben leben wollen. Also ich denke, hier kann man aus so einer Wertediskussion auch wirklich im unternehmerischen Alltag eine ganze Menge mitnehmen, um das auch erfolgreicher zu gestalten, einfach wenn man es besser versteht, was da eigentlich abläuft. Ja, ganz kurz Thema Produkte, da spielen meiner Meinung nach Wertewandel auch eine Rolle. Wir haben das in den letzten Jahrzehnten beobachtet, also alles, was im Prinzip das Siegel Bio trägt, zeigt ja, dass Menschen bei der Auswahl von Produkten als Konsumenten in dieser Rolle als Teilnehmer am Wirtschaftsleben auch Entscheidungen von Werten hier beeinflusst werden. Das ganze Thema CO2-Footprint bei der Herstellung von Produkten spielt da mit rein. Ressourcenschonend, Verfahren sollen nicht gesundheitsschädlich sein. Das sind alles Fragestellungen, die aus einem Wandel von gesellschaftlichen Werten eben auch auf den unternehmerischen Alltag zurückspielen. Ja, und das Thema Märkte und Werte ist für mich insbesondere als nun auch selber Erfahrung gesammelt in einem globalen Unternehmen, damit verbunden, dass Werte eben wirklich in einer globalisierten Wirtschaft in verschiedenen Stellen deutlich unterschiedlich sind. Das hängt natürlich auch wieder mit den jeweils in diesen Bereichen handelnden Menschen zusammen. Das hängt mit Kulturen des Geschäftslebens zusammen, die durch diese Werte der Menschen da geprägt sind. Stichwort, Korruption, Bestechungsthemen, die sich eben irgendwie aus Usancen von bestimmten Bereichen ergeben oder man stellt darauf ab, ohne den eigenen Wert ja im Prinzip dann wirklich im Rahmen seines unternehmerischen Handels auch in diese andere Marktregion zu tragen, gab es ja genügend Beispiele, bekannt aus Presse und Berichterstattung in dieser Richtung. Ja, und der Markt, Sie sprachen es an, in dem ich nun als Prüferin viel unterwegs bin, Finanzwirtschaft, Banken, ist ja nun einer, dem, sagen wir mal, moralische Verkommenheit bis Wertlosigkeit handelnder Personen im Sinne von keine Werte am stärksten vorgeworfen wird. Und hier vielleicht nur so als Anregung sieht man in der letzten Zeit den aus meiner Sicht von vornherein untauglichen Versuch, Werte durch Regulierung, durch Vorgabe und Normen eben zu verankern. Das ist meiner Meinung nach, wir hatten es ja auch schon dem Eingangsreferat gehört, sehr schwierig bis schwer möglich. Wenn sich Unternehmen einen Code of Ethics geben, der dann in wohlfeilen Worten in irgendeiner Strategie verankert ist, heißt es noch lange nicht, dass dann wirklich so gehandelt wird. Diese Brücke zum täglichen Tun dahin zu bekommen, ist sehr schwierig. Diese Versuche gibt es auch jetzt in den neuen europäischen Regulierungsvorhaben der EBA, der europäischen Aufsicht, eben hier sowas zu verankern. Ich denke, das muss man beobachten. Der Wille, was man damit erreichen will, ist relativ klar, aber ich denke, das ist noch nicht der richtige Weg an der Stelle, weil sich eben Werte und das Leben von Werten eben einfach durch das Handeln von Menschen und nicht durch eine Norm bestimmen und beeinflussen. Sehr herzlichen Dank. Da haben wir auch einiges, über das wir sprechen werden. Nicht zuletzt über die Frage des Werte- und oder Normenverankerns, gerade in der Finanzwirtschaft. Aber es war eine sehr gute Überleitung von der Wirtschaft in den zivilgesellschaftlichen Teil zwischen Politik und Wirtschaft. Frau Professor Edda Müller ist Vorsitzende von Transparency International in Deutschland und kennt aber Wirtschaft und das Thema von Transparenz und Korruption nicht nur aus dieser Tätigkeit, sondern aus ihrer lebenslangen Beschäftigung mit unter anderem Verbraucherschutz, mit Natur- und Umweltfragen, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass Sie
dazu einiges aus diesem Erfahrungsbereich einiges uns zu sagen haben. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Perger. Meine Damen und Herren, in der Tat, mein Zugang zu dem Thema ist ein etwas anderer. Mein Zugang ist zum einen, und das reagiert ein bisschen auf das, was Herr Joas gesagt hat, der einer Politikwissenschaftlerin und zum zweiten einer Person, die in den verschiedensten Funktionen in den vergangenen Jahrzehnten sich um Politikgestaltung, um die Frage, warum, wie, was wird gestaltet und warum wird manches nicht aus meiner Sicht gewünschenswerten Weise gestaltet. Die Politikwissenschaft geht, und Herr Joas, anders eigentlich, als Sie das gerade angenommen haben, also moderne Politikwissenschaft geht davon aus, dass die Bedeutung von Werten, von Werthaltungen für politische Gestaltung von extrem wichtiger Bedeutung ist. Und dass Interessen, von denen wir immer davon ausgingen, dass sie Politik entscheidend gestalten, eigentlich erst an zweiter Stelle kommen. Weil die Interessen mit der Brille sozusagen einer bestimmten Werthaltung wahrgenommen werden. In der Regel werden Interessen haben keine konkrete Gestalt, sondern man erwartet, wenn man eine bestimmte Sichtweise der Dinge hat, dass man dann entweder das positiv oder negativ für die jeweiligen Interessen ist. Das ist die eine Seite. Also Bedeutung von Interessen durch Brille von Werthaltungen und von bestimmten Menschenbildern, gesellschaftlichen Bildern, von dem, was die Rolle der verschiedenen Funktionen ist. Das zweite ist die praktische Politik. Und auch meine Erfahrung aus dem internationalen Bereich. Ich bin nicht der Meinung, aus meiner praktischen Erfahrung, dass Werte historisch und kulturell relativ sind. Ich glaube auch nicht, dass die Überschrift über diese Diskussion, die wir jetzt führen, Werte heute, dann Doppelpunkt Orientierung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich glaube, es gibt eine Reihe von Werten, die sind nicht heute oder morgen oder gestern, sondern die sind universelle Werte. Und ich würde eher sagen, Werte, Doppelpunkt, die heutige Orientierung von Politik und Wirtschaft und Gesellschaft an bestimmten Werten. Deshalb ist man da ganz schnell bei der Frage, was sind eigentlich Werte? Die kann man sehr, sehr weit definieren, so im Sinne von Emotionen und Wünschen, die die Menschen an die Welt haben. Ich definiere das wesentlich enger. Und sehr klassisch im Sinne von Grundwert ist die Menschenwürde. Und das ist das, was Sie in der Eingangsmoderation sagten, diese drei Ebenen, das individuelle Verhalten und die Frage, wie ist der Mensch als Gemeinschaftswesen in seinem ganzen Leben angenommen. Und da spielt Anerkennung eine Riesenrolle, da spielt Menschenwürde eine entscheidende Rolle. Wie ist die Situation heute? Ich will das an ein paar zunächst mal ganz einfachen Beispielen aus der aktuellen Politik benennen. Wir haben derzeit eine Situation, wo es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die ganz genau wissen, was Menschenwürde ist und das konfrontieren mit dem, was ihre eigentliche Rolle und der Umgang mit ihnen in dieser Politik oder in dieser Gesellschaft ist. Ich nehme da mal zunächst mal die Rolle des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer, der seine Menschenwürde auch daraus bezieht, nicht, dass er Sozialhilfe empfängt, sondern dass er sein Leben selber gestalten kann, dessen Würde wird verletzt, wenn er durch seine Arbeit und den Lohn, den er dafür kriegt, sein Leben nicht befristen kann. Das ist ein klassischer Verstoß gegen Menschenwürde. Oder lassen Sie mich mit einem allgemeinen Beispiel, wir haben das alle gestern, wahrscheinlich vorgestern hat der eine oder andere das Duell zwischen Obama und Romney verfolgt. Da kann man eigentlich das Thema, was wir heute haben, nämlich was spielt für ein Menschenbild eine Rolle? Was sind für Werte spielen eine Rolle für unterschiedliche Konzepte? Es ist richtig, wenn Sie sagen, dass die verschiedenen politischen Programme wahrscheinlich die gleichen Werte zunächst mal formulieren. Aber in der Umsetzung, in dem, wie sie es ausgestalten, unterscheiden sich massiv. Und deshalb nochmal zurück zu Romney. Wenn Romney, so wie das kolportiert wird, anscheinend irgendwo mal gesagt hat, in der Annahme, das trägt niemand nach außen, 47% aller Amerikaner seien aus seiner Sicht vereinfacht gesagt Schmarotzer,
dann spricht er eine Menge für sein, also sagt vieles über sein Menschenbild aus. Wenn er sagt, es müssen eben Menschen ganz, ganz reich werden, damit die anderen ab und dann irgendwann auch mal was davon abkommen, dann hat das was zu tun mit seiner Vorstellung, wie die einzelne, die Rolle der verschiedenen Menschen in dieser Gesellschaft, in der amerikanischen Gesellschaft sind. Das sind massiv unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich sage mal hier etwas ungeschützt. Jeder von Ihnen, ich jedenfalls habe es mehrfach erlebt, der in einer geselligen Runde, dem Smalltalk von führenden Vertretern unserer Wirtschaftsunternehmen lauscht, die erzählen, wie toll der letzte Golfaufenthalt und sonst was ist. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass deren Einstellung zu der arbeitenden Bevölkerung und vielen Menschen nicht viel anders ist als das, was Romney da in einer fröhlichen Runde formuliert hat. Auch mit in der gleichen Weise, so erklärt es sich auch, dass solche Leute hingehen können und sagen, wenn sie Millionen beziehen als Einkommen, dann haben sie das ihrer Leistung zu verdanken und noch nicht mal rot werden, wenn genau diese Leute die Gesellschaft im Moment und die Wirtschaft und auch die Politik an den Rande des Abgrunds gebracht hat. Weiterer Punkt, der auch was zu tun hat mit der Politik, wie wir sie in den vergangenen Jahren verfolgt haben. Ich habe zum Beispiel in der Rolle als Verbraucherschützerin erlebt, wie auch sozialdemokratische Politik die Verbraucher und den kleinen Sparer als im Prinzip eigentlich nur geizgetrieben, raffsüchtig und weiß ich was. Man hat lange Jahre den Standort Deutschland, den Finanzplatz Deutschland über die Interessen der kleinen Sparer und die Interessen der Bevölkerung gesetzt. Man hat von den Verbrauchern, die Verbraucher immer wieder aufgefordert, wenn man an die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit kam, doch endlich mal Verantwortung zu zeigen und diese menschenverachtenden Herstellungsbedingungen, zum Beispiel bei Produkten, die sonst in irgendwelchen Ländern hergestellt sind, dadurch zu bestrafen, dass man das nicht kauft. Aber man hat nichts dazu getan, dass man auch eine Transparenz geschaffen hat, dass die Menschen überhaupt erkennen können, was im Herstellungsprozess war. Also hier sind einfach Widersprüchlichkeiten an einzelnen Beispielen, die man sieht. Und aktuell, Sie haben dankenswerterweise auf den Zusammenhang von Korruption und Verletzung von Werten, auch von Menschenrechten hingewiesen. Wir haben in Deutschland eine Situation, wo wir jetzt gut in nächstes Jahr jetzt die Verabschiedung der UN-Konvention gegen Korruption zum 10. Mal und Deutschland hat dieses immer noch nicht umgesetzt. Und letzter Punkt als Beispiel, wir wissen alle, dass wir in einer gefährlichen Abwärtsspirale sind oder Vertrauensverlust der politischen Institutionen. Dass viele Menschen das Gefühl haben, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, da wird Klientelpolitik betrieben, die da oben stecken alle unter einer Decke. Und gleichzeitig leistet man sich, und da will ich jetzt alle, die daran beteiligt sind, ansprechen, da leistet man sich eine Debatte über die Frage, wie weit darf eigentlich Transparenz gehen, wenn es um Rechenschaftspflicht geht von Menschen, die ein Mandat haben, für die Gesamtbevölkerung und für ihre Wähler zu sprechen. Das ist zum Beispiel so die Ausgangsbasis. Und nochmal zurück, Werte mögen in den verschiedenen Bereichen zunächst mal generell so gesehen werden, aber wie will man sie erreichen? Und da haben wir, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, Kingdon, hat das mal an einem sehr schönen Beispiel illustriert. Er hat beschrieben, die amerikanische Behindertenpolitik, da wurde darüber gestritten, also Ziel war, allen Behinderten einen Zugang zu öffentlichen Gebäuden zu verschaffen. Wir kennen die Debatte hier auch. Und da kam die eine Richtung und haben gesagt, da kalkulieren wir doch mal, was kostet das? Wenn wir in ganz USA überall Schrägen bauen oder Fahrstühle einbauen und so weiter. Und dann kamen ganz schlaue Effizienzleute und sagten, wir brauchen ja denen nur einen kostenlosen Fahrdienst zu beschaffen. Das ist viel billiger, als wenn man überall diese Einrichtungen schafft. Und dann haben die anderen gesagt, nein, es geht hier nicht um
Effizienz und dass die da reinkommen. Es geht um Menschenwürde. Es geht um die Würde dieser Menschen, dass sie nicht angewiesen sind auf Hilfe, sondern selber. Und ich finde, an dem Beispiel wird so deutlich, dass man das gleiche Ziel mit unterschiedlichen Konzepten erreichen kann. Und was wir in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wann das begonnen hat, spätestens in den 80ern und in den 90ern, wo es dann ganz schlimm, da haben wir alle gemeinsam die Vorstellung gehabt, dass die Wirtschaft, dass der Markt wesentlich leistungsfähiger ist, effizienter ist zur Bedürfnisbefriedigung und zur Erreichung von Zielen als irgendwelche öffentliche Einrichtungen. Wir haben uns erlaubt, politische Verantwortung im Sinne von Staatsentlastung zu privatisieren und zu kommerzialisieren. Das gilt für die kommunalen Ebene und wir haben damit erreicht, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel im Hinblick auf öffentliche Leistungen, die haben es mit privatwirtschaftlichen Akteuren zu tun. Sie können sich politisch ihre Wünsche nicht an irgendeinem festmachen, sondern es sind Systeme, die dahinter stehen und die dann unter dem Aspekt Wettbewerb und dann kümmere dich mal und sieh mal zu, wie das kommt. Also wir haben ein Framing, eine Definition gehabt von Umsetzung von Werten und gesagt haben, alle diese Werte, die werden am besten durch den Markt, dem man möglichst alle Hindernisse aus dem Weg räumen sollte, und durch Deregulierung und Privatisierung erreicht. Letzte Bemerkung zum Stichwort Deregulierung. Mit der Deregulierung und der Multiplikation von freiwilligen Vereinbarungen, runden Tischen, haben wir uns gegenüber vielen Menschen, ist ein Eindruck entstanden, als ob Politik sich der Kumpanei mit bestimmten Interessen schuldig macht. Die sitzen nämlich an einem Tisch und verhandeln. Und zwar mit denen, die stärksten Widerstandspotenziale haben. Und das Gefühl, dass Politik da ist, um für alle zu sprechen, ist natürlich spätestens mit diesen freiwilligen Vereinbarungen in eine ganz schwierige Situation gekommen, weil Politik hier auftritt als Bittsteller und nicht mehr als jemand, der hier das Primat der Politik und auch die Verantwortung für das, was geschieht, auf sich zieht und auch bewusst übernimmt. Letzte Bemerkung dazu. Es wird immer wieder, das hatten Sie auch in der Eingangsmoderation gesagt, Sachzwänge, Alternativlosigkeit und so weiter. Wir haben in der Tat aufgrund der dargestellten Situation in den vergangenen Jahrzehnten eine Situation geschaffen, in der Politik in weiten Fällen, die nationalen Politiken, kaum noch handlungsfähig sind. Wir haben das aber nicht etwa, es ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist politisch herbeigeführt worden. Das waren politische Entscheidungen, die zum Beispiel das Finanzsystem in dieser Weise gestrickt haben. Das waren 2004, waren Reformen auch in Deutschland im Bereich des Finanzmarktes. Da sind die Hedgefonds, ich war damals Verbraucherchefin, die Hedgefonds für den Privatkundenmarkt gegen unseren erbitterten Widerstand erst eingeführt worden. Und da hat man uns gesagt, ihr mit euren Verbrauchern, ne? Wer seid ihr denn schon? Wir reden nur mit Leuten der Deutschen Bank, denn wir wollen endlich auch den großen Finanzplatz haben. Das war die Situation und das muss korrigiert werden. Und was ich heute bedauere, und ich glaube aber, dass wir heute ja auch hier da sind in der Friedrich-Ebert-Stiftung, um diese Trendwende wieder hinzukriegen, dass man sich sozusagen hinter den Sachzwängen versteckt und sagt, wir können leider nicht. Wenn Politik nicht wieder Verantwortung übernimmt und sich nicht mit aller Macht darum bemüht, Verantwortung und Handlungsfähigkeit wieder zurückzugewinnen, dann geht die Demokratie baden. Und damit natürlich auch können wir uns über irgendeine Werteorientierung dann in anderer Gelegenheit vielleicht beim Smalltalk weiter unterhalten. Wir sind ja auf wunderbare Weise schon zur Politik gekommen. Bevor ich mich aber an Andrea Nahles wende, ausnahmsweise eine kurze Nachfrage, weil wir nachher sicher nicht mehr dazukommen werden. Dieses Detail über die Behindertendebatte aus den USA, dazu möchte ich Sie fragen, gibt es da ein Ergebnis, das man in einem Satz zusammenfassen kann? Also dieser klassische Konflikt zwischen Effizienzdenken und dem Denken in der Kategorie von Menschenwürde. Die gibt es.
Kriegenden beschreibt in seinem Buch über Politik, wie Politik gestellt, das sind Beispiele aus den 80er Jahren. Und diese ökonomisierte Debatte, die ist da weggefegt worden. Man hat gesagt, darum geht es gar nicht. Und in den USA, jeder, der mal in den USA war, auch schon seit vielen Jahren, ist völlig verwundert, dass JWD in irgendwelchen Nationalparks, wo gar nicht viele Leute sind, wirklich alles, was Behindertenzugänglichkeit ist, vom Besten hergerichtet ist. Man hat gesagt, hier geht es nicht um Effizienz und um Wirtschaftlichkeit, sondern hier geht es um Menschenwürde. Und das ist dann insofern dann auch im politischen Konzept so umgesetzt worden. Andrea Nahles, Ordnung muss sein. Man müsste sie nicht vorstellen, aber ich tue es dennoch. Generalsekretärin der SPD, weiß natürlich jeder, und die meisten erinnern sich sicher auch, dass Andrea Nahles politisches Profil angelegt wurde in den Jahren 95 bis 99. Davor haben wir nicht so genau hingucken können, aber 95 bis 99 als Juso-Bundesvorsitzende haben ja wenig Abstriche gemacht, aber sicher auch noch viel dazugelernt, und aus alledem wüsste ich jetzt gerne, hätte ich gerne Ihre Stellungnahme zu unserem Thema. Ja, vielen Dank. Ich habe mich eben gefragt, als ich die Definition des Begriffs Wertes von Ihnen gehört habe, stark emotional besetzte Vorstellung von Guten. Braucht Politik eine stark emotional besetzte Vorstellung vom Guten? Und die Antwort, die ich jetzt mal sagen würde, ist nein. Leider. ebenfalls nein lautet allerdings auch meine Antwort auf die Frage, gibt es gesellschaftlichen Fortschritt ohne Werte? Nein. Weil Fortschritt eine Richtung braucht, eine emotionale Vorstellung vom Guten. Anders kann ich mir Fortschritt gar nicht erklären. Und damit ist auch für mich die Bedeutung von Werten in der Politik ein Stück weit skizziert, nämlich fortschrittliche Politik kommt ohne Werte aus. Man kann sie ganz pragmatisch als Interessenausgleich betreiben. Fortschrittliche Politik hingegen kann nur als wertebasierte Politik funktionieren. Das wäre meine erste Replik. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, natürlich bewegt sich im Alltag so eine Partei wie die SPD immer zwischen Interessen und Werten. Frau Müller hat das eben gerade angesprochen. Werte stehen nicht über dem Interessenausgleich, der auch Auftrag der Politik ist, sondern das ist ein ständiges Suchen von Schnittmengen und Wegen. Das würde ich jetzt erstmal so sehen. Aber eins ist mir auch immer wieder über die Jahre klar geworden. Eine Partei wie die SPD, die wäre jetzt nicht demnächst 150 Jahre alt, wenn wir nicht auch durch unsere Grundwerte Vertrauen geschafft hätten. Wenn wir nicht sozusagen durch Grundwerte, die wir vertreten, begeistert hätten. Wir haben doch nicht immer die richtige technische oder technokratisch beste Lösung gefunden. Wir haben nicht immer auf einzelne Fragen die richtige Antwort gefunden im Konflikt zwischen Interessenausgleich und Politik. Aber Menschen haben auch nicht deswegen Verfolgung und Tod riskiert, Auseinandersetzungen, viel Opfer von Freizeit, was wir alles immer erleben, um immer im Einzelfall die beste Lösung zu haben, sondern es, weil sie einer Idee, einem Kanon von Grundwerten verpflichtet waren, weil sie sich sozusagen eben auch verhaften haben lassen für Werte und Ideen. Und das sind nun mal Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität als Dreiklang, der für uns so maßgeblich ist. Und der ja, was beschreibt denn dieser Wertekanon, der vielleicht bei anderen auch zitiert ist, aber was beschreibt er eben auch über eine Geschichte von 150 Jahren? Natürlich auch das Gefälle zwischen Sein und Sollen, zwischen die Spannung zwischen Ideal und Realität natürlich.
Genau das ist für mich immer wieder das Rückbinden auch an Werte, diese Spannung überhaupt mal auszumessen. Wo stehen wir denn jetzt da genau in dieser Grundspannung, die wir immer haben, im Interessenausgleich, im Abgleich mit den Werten zwischen Ideal und Realität. Und ich glaube deswegen auch für das, was wir nächstes Jahr haben, ein Regierungsprogramm soll jetzt wieder aufgestellt werden, dass die Leute von uns keinen Fünfjahresplan erwarten, wo wir jetzt im i-Tüpfelchen erklären, was wir alles genau machen, sondern die wollen doch erstmal wissen, auf welchen Werten fußen die wesentlichen Aussagen unserer Politik und sind wir bereit, dafür auch in Konflikt zu gehen. Weil Werte sind erst dann etwas wert, wenn wir bereit sind, dann im Zweifelsfall auch in den Konflikt zu gehen. Das heißt nicht, dass es am Ende einen Kompromiss gibt, aber ist die Frage der Bereitschaft, einen Konflikt einzugehen, doch entscheidend. So würde ich das jedenfalls definieren. Und wenn wir zum Beispiel heute sehen, in unserer gesellschaftlichen Realität verdienen Frauen für das, was Männer mit gleicher Qualifikation tun, immer noch 23% weniger, dann ist das eine massive, grundlegende Verletzung von den Werten, die nicht mal sozialdemokratisch sind, sondern das ist im Grunde genommen in unserem Grundgesetz angelegt. Das ist überhaupt nichts Parteiliches. Und dann muss man eben überlegen, gehen wir dann, um das zu korrigieren, auch in Konflikt. Und ich glaube, daran entscheidet sich letztendlich der Wert von Werten in der Politik. Nur dann, wenn wir auf dieser Basis Auseinandersetzungen führen, können wir auch sagen, sind unsere Werte etwas wert. Also simpel gesprochen. Ich habe zwei Punkte, die ich in die Diskussion geben will, ganz knapp, die mir Sorge machen. Nämlich, was ist eigentlich mit bestimmten Werten gerade passiert? Ich glaube, es gab einen relativ großen Konsens in Deutschland zumindest, dass Arbeit und die Leistung durch Arbeit die Grundlage von Wertschöpfung sind in unserem Land und auch einen sehr hohen Wert haben. Sowohl übrigens für die Unternehmen wie für die Arbeitnehmer selber. Nun will ich gar nicht auf den Aspekt von Frau Müller eingehen, dass Arbeit dadurch entwertet wird, dass man sie nicht richtig entlohnt. Das ist ein zentraler Punkt. Das verletzt die Menschenwürde. Sondern ich möchte auf die Frage eingehen, was bedeutet es eigentlich für den Begriff von Leistung, wenn leistungslos erworbenes Vermögen sich immer weiter exponentiell vermehrt, wenn wir immer mehr Reichtum und Superreichtum ohne Arbeit haben. Was bedeutet das eigentlich für den Wert, die Werterelation von Leistung und Arbeit? Das ist eine Frage, die sich in einem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus aus meiner Sicht auch für eine sozialdemokratische Partei, aber nicht nur für die, sehr virulent stellt. Und ich muss ganz offen sagen, bisher zumindest reagiert auch die europäische Linke, wenn ich mir das angucke, doch auch teilweise noch hilflos auf dieses Phänomen. Weil wir fordern natürlich eine gerechte Entlohnung, aber die Entwertung von Leistung und Arbeit in diesem Zusammenhang, wie beantworten wir das? Das können wir eigentlich nur, wenn wir den Gestaltungsraum von Politik wieder zurückerobern. Oder wenn wir überhaupt die Gestaltungsmöglichkeiten haben, an dieser Stelle wieder Leistung und Arbeit in ein neues Verhältnis zu bringen. Also eine sehr große Frage, die erstmal ganz harmlos daherkommt nach dem Motto, was bedeutet eigentlich Leistung in diesem Kontext? Zweiter Punkt. Man kann Wertedebatten in Deutschland erleben, also mich, ich gehörte teilweise auch zu diesen Wertedebatten-Skeptikern. Warum? Ich darf das mal hier ganz offen bekennen. Weil mit Wertedebatten oft auch Orientierungslosigkeit zugekleistert worden ist, weil an sich, so, das ging mir auch teilweise über Jahre mit dem Begriff Nachhaltigkeit so, man wusste am Ende gar nicht mehr, was meinen wir denn? Es ist auch so, dass es eine sehr starke Beliebigkeit oft gibt, sodass ich nicht automatisch finde, Werte erschließen sich sozusagen aus sich selbst heraus. Deswegen finde ich diesen Kongress übrigens auch sehr gut, um der ganzen Sache mal auf den Grund zu gehen. Und ich muss auch sagen, wenn ich da Wertegelände von Angela Merkel so höre, so in diesem Geschwurbel,
was sie da macht, dann könnte man ja meinen, Konservative reden ja über dasselbe wie wir. Also zum Beispiel reden die über Wahlfreiheit und meinen das Betreuungsgeld. Da sehe ich einen Widerspruch. Oder die reden über allgemeine Gerechtigkeit, aber wenn es dann runterbricht auf Mindestlohn, sind sie uns von der Fahne gegangen. Oder sie reden von Solidarität, aber Sanktionen für Steuerflüchtlinge der Schweiz, das ist dann nicht mehr damit einbegriffen. Also was heißt denn hier bitteschön Werte? Ich habe den Eindruck, dass der Zusammenbruch des neoliberalen Mainstreams die Konservativen auf die ganz klassische Idee gebracht haben, dass sie jetzt mehr über Werte reden müssen, so auch sozusagen, weil sie ja ideologisch im Grunde genommen den kruden Wettbewerbsgedanken, den kruden, sagen wir mal, Marktzentrismus nicht mehr aufrechterhalten können, reden sie jetzt auch ein bisschen über Werte wie Gemeinschaft und wie Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und auch über ganz viele Punkte, über die wir dann auf der Wortebene auch Konsens erzielen könnten. Nur, was ich dann doch wieder sagen muss, ist, Vernebelungswerte gelanden, entwerten gleichzeitig auch wieder Werte, weil die Leute dann irgendwann schon merken, dass dem Reden keine Taten folgen. Das wiederum ist auch schlecht für eine fortschrittliche, wertebasierte Politik, wenn sozusagen die Unterscheidungsfähigkeit nicht da ist, beziehungsweise die Enttäuschung über viel Reden, über Werte am Ende dann doch in ein Nichts mündet, in eine Beliebigkeit, eine Nullfolgenpolitik. Und deswegen müssen wir auch um die Ernsthaftigkeit in der Debatte kämpfen, aus meiner Sicht. Wir müssen darum ringen, dass, wenn Werte angesprochen werden, auch Taten folgen, weil sonst am Ende auch eine Delegitimation des Ganzen eine Folge sein kann. Also Fazit: Es gibt zwar Politik ohne Werte, aber Politik ohne Werte ist eben auch nichts mehr wert. Vielen Dank, Andrea Nahles, und vielen Dank dem Panel. Jetzt möchte ich gerne aus der Fülle von Gedanken eine Partie rausgreifen, oder so eine Art Gegensatz, den ich gesehen habe, zwischen der Bemerkung von Frau Müller, dass die Werte nicht, oder so wie Sie es gesagt haben, nicht relativ sind, sondern es gibt ein paar universelle Grundwerte, die sagen, gar nicht zur Debatte stehen. Mein Eindruck ist, dass, wenn ich Herr Joas Sie richtig verstanden habe, dass das ein Gegensatz ist zu Ihrer These, dass das auch ein Werte, ein Ergebnis eines Prozesses sind, aus einem geschichtlichen Vorgang. Wenn wir also zum Beispiel uns die UNO-Erklärung, den ersten Satz, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, ansehen, dann fällt es uns natürlich leicht zu sagen, ja, so ist es. Aber bis man so weit war, ist einiges passiert. Und so ist, wenn ich mich jetzt an Sie wende, an den Historiker der Werteforschung, auch meine Frage, wie braucht es denn, um gemeinsame Werte zu finden oder um zumindest die Idee einer Universalisierung oder eines Universalismus zu schaffen, große Katastrophen, damit man überhaupt dazu kam? Ich meine, brauchten wir zur Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofes Ruanda und Srebrenica, ganz zu schweigen von Auschwitz, da war die Reaktion ja nicht so. Und wenn wir uns darüber einig sind, dass da der richtige Gedanke dahinter steht, dass wir Menschenrechte allgemein zu schützen haben, ist trotzdem nicht auch der Einwand aus vielen Staaten der Dritten Welt, zumindest nicht vom Tisch zu wischen, die sagen, merkwürdig, aber uns fällt auf, dass immer nur unsere Verbrecher drankommen. Und was ist mit euren Verbrechern? Ja, also ich bin zusammengezuckt, als Sie, Frau Müller, gesagt haben, Werte seien nicht historisch relativ. Ich verstehe das Motiv völlig. Also ich bin ja selber kein Werterelativist. Ich sage ja nicht, sieht halt jeder anders und da kann man nicht sagen, was besser und was schlechter ist.
Aber auf der Tatsachenebene können Sie doch nicht bestreiten, dass das, was für Sie und mich vermutlich, sagen wir mal jetzt Menschenwürde und so, das Gute ist, für andere das nicht ist. Also der bloße Zusammenhang zwischen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 und dem historischen Hintergrund, nämlich den Verbrechen wesentlich, also des Nationalsozialismus, zeigt das doch. Das Unheimliche ist, dass die Nationalsozialisten doch nicht welche waren, die gesagt haben, ach, jetzt machen wir mal das Böse, sondern dass sie das, was sie getan haben, oft also für das Gute gehalten haben. Das ist zumindest das, was mich, muss ich wirklich sagen, ganz tief immer beschäftigt, sozusagen lebenslang, ja, dass da Leute sind, die doch nicht durch und durch nur böse Menschen sind, die doch vielleicht zu ihren Familienmitgliedern liebevoll sind, aber finden, es gehört zu ihrer Mission, zum Beispiel die Erde von den Juden zu befreien. Ich verstehe, also ich will überhaupt nicht ad personam reden, aber ihr Hauptgebiet ist die Korruptionsbekämpfung. Und da finde ich es ja nun extrem anschaulich, dass die Werte in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich sind. Ja, es ist doch nicht so, dass das, was wir als Korruption verstehen, überall selbstverständlich als Korruption sozusagen klassifiziert wird. Ja, das nimmt Ihnen nicht das Recht, das schlecht zu finden, aber analytisch wird das alles erst was, finde ich, wenn man sich einfühlt in das, dass andere das anders sehen. Nun hat Herr Perger gefragt, heißt das, das ist sozusagen der Gewaltbedarf? Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, es ist empirisch häufig so, dass die Verarbeitung von irgendwelchen Schrecklichkeiten bei Einzelnen einen Impuls ausgelöst hat, die Sachen zu verbessern. Aber das muss man wirklich ganz vorsichtig formulieren, weil es waren zum Beispiel 1948 die Verbrechen des Nationalsozialismus, die diesen Impuls gegeben haben. Es waren nicht die Verbrechen des Stalinismus in der Zeit, die genauso also in Frage gekommen wären. Es waren auch nicht die Verbrechen des Kolonialismus. Die Briten hätten nie mitgemacht, ja, wenn über die Bedingungen in den Kolonien geredet worden wäre. Und darum würde ich schon sagen, es spielt manchmal eine Rolle, aber nicht immer, wo Gewalt ist, führt es zum Guten. Und manchmal geht es auch ohne solche schrecklichen Erfahrungen. Vielleicht führt es nur zum Guten, wenn es einen Sieger gibt in diesen Situationen. Ja, das ist schwierig. Stalin war einer der Sieger. So kam er nie vor Gericht. Das ist sicher wahr. Aber jetzt gerade kommt ja darauf an, worüber wir jetzt genau reden. Also wenn man über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte redet, da ist es nicht das Entscheidende mit den Siegern, glaube ich, sondern die Siegermächte haben zugestimmt, dass eine allgemeine Erklärung herauskommt, weil sie alle zusammen, auf jeden Fall die Briten und die Sowjetunion sozusagen, aber ich würde sagen auch die USA, gedacht haben, so eine Deklaration bleibt ein folgenloses Stück Papier, ist eben bloß eine Deklaration. Und sie haben sich sozusagen erfreulicherweise damit getäuscht. Ja, aber das geht dann auf andere Konstellationen zurück, auch auf die Rolle von Nichtregierungsorganisationen, von Unabhängigkeitsbewegungen, von Anti-Apartheid-Kämpfern und was weiß ich, ja, was man nicht auf das Konto Siegermächte verbuchen kann. Also ich glaube, wir reden über zwei verschiedene Dinge. Worüber ich rede, ist die Einstellung des einzelnen Menschen sozusagen vom Individualpsychologischen. Welche Werte werden universell, und zwar egal von welchen Kulturen und historisch, entsprechen dem Selbstverständnis von Menschen. Und das ist, ob das vor der Französischen Revolution waren Leibeigene oder so, die wussten und empfanden das als eine Verletzung ihrer Menschenwürde, wenn sie unter oder im Sklaven in der Sklavenzeit, wenn sie als Sklaven behandelt wurden. Die Frage ist nicht, darüber habe ich mich geredet, dass bei der Durchsetzung der Anerkennung im Sinne von dann allgemeinen Normen wie Menschenrechtsnormen oder wie Grundrechte, die in unserer Verfassung niedergelegt sind, dass man in dem politischen Prozess der Anerkennung, dass man natürlich Widerstände derer, die die Macht abgeben müssen, überwinden muss. Das ist völlig klar. Und dass diese Situation auch in vielen Ländern derzeit genau noch die Situation ist, in der wir leben, ist auch klar. Korruption als Beispiel, weil Sie sagten, ich müsste doch wissen, dass Korruption in einzelnen Ländern unterschiedlich gesehen, wirklich unterschiedlich gesehen. Wir haben zum Beispiel zurzeit
jede Menge Delegationen aus China von der Kommunistischen Partei und von was weiß ich, die kommen und sagen, wir wollen mal wissen, wie wir es mit der Korruptionsbekämpfung machen. Deshalb sage ich jetzt nicht, dass in China schon alle kapiert haben, dass Korruption eine Verletzung von Menschenrechten ist. Oder wenn sie in rohstoffreichen Ländern, wo wir im Moment besonderes Problem haben, wo wir auch Politik fordern, dass sie da mal was macht, dass man die Zahlungen an korrupte Regierungen nicht offenlegt. Die Bevölkerung in diesen Ländern, in rohstoffreichen Ländern, die wissen, dass ihre Potentaten das auf irgendwelche Steueroasen bringen, die empfinden das selbstverständlich als Unrecht und als Verletzung ihrer eigenen Chancen. Das heißt, ich glaube, man darf, und das ist vielleicht unser Unterschied, ich habe den Eindruck, dass Sie den Begriff der Werte sehr, sehr weit definieren. Im Sinne von allem Möglichen, was wünschenswert ist und was gut und schlecht ist und auch sich durchgesetzt hat. Nicht alle Werte, und das hat Frau Nahles auch meines Erachtens richtig dargestellt, sind bei allen gleichermaßen anerkannt. Da werden auch Gewichtungen verschoben. Und das macht dann die politische, den Unterschied zwischen politischen Konzepten oder Menschengruppen aus. Aber es gibt eine Reihe von universellen Werten. Und das haben wir in den letzten Jahren noch erlebt im arabischen Frühling. Wir erleben das in einer ganzen Reihe von Revolten, wo die Menschen wissen, das, was da passiert, ist, nehmen wir Afghanistan, jedenfalls spätestens die Frauen diejenigen, die da aufgeklärt sind, ihre Kinder oder Mädchen nicht in die Schule bringen, die wissen, das ist Unrecht. Ich wollte nur sagen, es ist nicht allein nur relativ. Es gibt eine Reihe von Menschenrechten, die sind meines Erachtens, das sagen auch eine Reihe von Psychologen, die sind angelegt im menschlichen Dasein. Das ist das Bedürfnis auf Anerkennung, das Bedürfnis auf Gleichbehandlung, das Bedürfnis zu sehen, dass nicht andere auf Kosten von Menschen, die sie ausbeuten, leben und so weiter und so fort. Das sind aus meiner Sicht keine relativen Rechte oder Werte, sondern das sind universelle Menschenrechte. Ich wüsste gerne von Ihnen allen, ist denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung die Frage der Werte eine nur grundsätzliche Frage oder wie weit spielt die Überlegung, dass Werte in der Praxis auch nützlich sind, dass sie Vorteile schaffen, eine Begründung? Also beispielsweise sagt Transparency, es ist die Erfahrung vieler Unternehmen, dass bei größerer Transparenz und vor allem bei Abbau von Korruption dies für die Unternehmen günstiger ist, also auch in ihrer Performance auf dem Weltmarkt. Bei den Firmen, wenn zum Beispiel diese Work-Life-Balance mit Erfolg durchgeführt wird, so heißt es, das zeigt, das ist nützlich für die Firma, denn es schafft größere Loyalität, mehr Einsatzbereitschaft der neuen Generation. Aber wenn das nicht so wäre, wenn es gibt sicher Fälle, wo das sich dann nachher nicht rechnet, wegen der Ertragslage, man muss irgendwo sparen, ist dann der Wert an sich relativ? Ist es dann weniger wichtig, auch gerade im Bereich der Transparenz, wo man sagt, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, wäre uns dieser Kontrakt verloren gegangen? Nein, also im Bereich, es ist richtig, dass natürlich die Unternehmen unter der Prämisse stehen, dass es für sie auch wirtschaftlich in irgendeiner Weise nicht in den Bankrott führen darf, ein bestimmtes Verhalten. Aber das Problem ist da ein anderes. Es ist ein spieltheoretisches Problem. Die Unternehmen, die sicherlich jede auch wertebezogene Reputation ihres Unternehmens begrüßen werden, wenn das ihnen am Markt Vorteile verschafft, sind im internationalen Wettbewerb unter der schwierigen Situation, dass sie ständig ein Gefangenen-Dilemma-Problem haben. Dass sie immer glauben, wenn ich das nicht tue, dann macht mein Konkurrent das. Das heißt, die Unternehmen ist für mich ein klassisches Phänomen von Framing, von Wahrnehmung. Müssten zur Politik kommen und sagen, sorgt endlich für verbindliche Rahmenbedingungen.
damit meine Konkurrenten, denen ich nämlich nicht über den Weg traue, weil die möglicherweise hier anders sich verhalten, damit die gleichen Ausgangsbedingungen haben, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Insofern halte ich die Debatte über Freiwilligkeit und Global Compact und alles Mögliche sehr wunderbar. Aber eigentlich müssten die Unternehmen, von denen eine Menge ordentliche Arbeit lässt, müssten die Ersten sein, die sagen, wir wollen, dass Politik sich mit Macht dafür einsetzt, dass die Rahmenbedingungen für alle gleich sind. Damit ich nicht Korruptionsgelder zahlen würde. Wer will denn unnötigerweise Korruptionsgelder zahlen? Kein Unternehmen, würde ich mal unterstellen, wird das tun. Sondern die haben das, die Sorge, dass die anderen sie aus dem Markt katapultieren. Und hier geht es eben wirklich zum Beispiel um das Phänomen, dass die Unternehmen glauben, das sind dann wieder ihre Werthaltung, dass staatliche Regulierung eine Einschränkung ist, und man hat es besser, man macht das alles freiwillig. Meines Erachtens definiert man seine eigenen Interessen durch die Brille, dass es besser ist für Unternehmen und für die Wirtschaft, wenn der Staat sich raushält. Was aber in vielen Bereichen gar nicht der Fall ist. Wenn wir die Entwicklung in Osteuropa uns anschauen. Ich habe das verfolgt, damals war ich noch im Umweltschutz. Als Russland dann, also Sowjetunion, und dann kamen also jede Menge Leute, versuchten in den neuen Republiken Wirtschaftsaktivitäten. Nach kürzester Zeit waren die alle sowas voll frustriert, weil es keine ordentlichen rechtlichen Strukturen gab, weil man sich an Verträge nicht gehalten hat und. Die erste Forderung war, Leute, sorgt mal endlich für einen ordentlichen rechtlichen, verbindlichen Rechtsrahmen, damit wir hier zuverlässig Wirtschaft betreiben können. Und aus diesen immer wieder punktuellen Eindrücken wird aber nicht gelernt. Deshalb nochmal, Korruption ist für den Einzelnen nur dann, also die Vermeidung von Korruption, der Verzicht auf Korruption, positiv aus einer eigenen Wahrnehmung, wenn die anderen das auch tun. Ja, da haben wir jetzt eine verschiedene, ja, Perspektiven auf eine Sache. Ich denke, die Frage der gleichen Bedingungen für wirtschaftliches Handeln auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene oder auf globaler Ebene ist meines Erachtens wünschenswert und eine Zielsetzung für die Unternehmen, ist aber nichts, was Politik verordnen kann. Wir sehen das gerade im Prinzip, um wieder auf mein Lieblingsbeispiel Bankenregulierung Europa zurückzukommen. Man versucht hier gleiche Bedingungen, gleiche Aufsichtsbedingungen zum Beispiel zu schaffen, konterkariert damit aber nationale Besonderheiten. Stichwort unsere Sparkassen- und Genossenschaftsbanken, Stichwort regionale Bankenstrukturen in Spanien etc. pp. Da gibt es eben Besonderheiten, wo im Prinzip solche gut gewollte, gleiche Bedingungen für alle schaffen, natürlich sich dann auch andere Anpassungsprozesse nach sich zieht, wie eben eine Vereinheitlichung der ökonomischen Voraussetzungen erstmal. Wir haben das ja auf nationaler Ebene mit der Konkurrenz mit Unternehmen eben hier im deutschen Markt natürlich im weiten Feld. Wir haben im Prinzip ein Arbeitsrecht, was sehr stringent ist, wo man im Prinzip als Unternehmen natürlich auch hier eine ganze Reihe Sachen schon mal als Normen und Rahmensetzungen hat. Wir haben Mitbestimmungsrecht und so weiter. Da haben wir ja in verschiedenen Bereichen schon ein gutes einheitliches Feld für unternehmerisches Handeln. Aber das dann eben auf die nächsten Ebenen, also Europa und global zu heben, ist eben schwierig und lässt sich einfach nicht per Ansage sozusagen durchsetzen. Ich denke, da ist dann wieder, was Frau Nahles sagte, dieses Interessenausgleich und schauen und gucken, um eben in die Richtung zu gehen und einen langen Prozess zu laufen, Bedingung. Ich möchte noch ein Wort zum Thema Transparenz sagen und vielleicht auch aus Sicht eines Unternehmens, was am Wettbewerb nun auch teilnimmt. Ich sehe hier zum Beispiel in der Frage Ausschreibungen und Teilnahme an Ausschreibungen einen Bereich, wo man versucht, diese Normen der Transparenz und des Wettbewerbes eben zu gestalten, durch Normen EU-seits oder eben auch in Deutschland. Wo man dann fast wieder an die Grenze kommt, übers Ziel ein Stück auch hinauszuschießen. Stichwort Bauvorhaben, was wird da im Prinzip dann, sagen wir mal, was bietet ein Unternehmer an, wo weiß man schon von vornherein, es wird dann Nachträge geben. Ist es überhaupt schätzbar für alle Arten des Wirtschaftens in der Komplexität dessen, was man da anbietet, verbindlich Zusagen zu Preisen und Leistungen zu machen? Ist für mich ein schönes Beispiel, ich will nicht das wegreden, es soll auch so bleiben, aber wo man so merkt, naja,
man kann nicht alles über Normen regeln. Es muss dann im Prinzip auch ja, noch lebbar und kontrollierbar sein, sonst sind wir nachher irgendwie im Steuerrecht. Wir schaffen eine Norm und damit bildet sich sofort der nächste Umgehungstatbestand sozusagen, dem dann wieder auszuweichen und die Norm zieht nach und so weiter. Man wird diesen Hase-Igel-Wettbewerb durch Normen bestimmte Werte durchzusetzen nicht gewinnen können, durch immer mehr Normierung. Danke. Bevor wir jetzt Sie einladen wollen, wenn Sie das möchten, hier auch noch einen Beitrag zu leisten, eine letzte Frage an meine beiden Gesprächspartner zu meiner Linken. Könnte es sein, dass die Wertedebatte, die jetzt so aufkommt und auch die Ebert-Stiftung mit Macht erreicht hat, ist die eigentlich sowas wie stellvertretend für die Demokratiedebatte geführt? Ist das, was man jetzt so hört von der Krise der Demokratie, soll dem so begegnet werden? Ich meine das nicht jetzt irgendwie taktisch oder als vorgeschobenes Thema, sondern dass man einfach versucht, eine Antwort auf das Gefühl zu geben, da gibt es Unsicherheiten in unserer Demokratie oder wie Frau Müller vorhin sagte, das steht das Stichwort Vertrauensverlust in die Demokratie. Wenn Sie beide, Frau Nahles und Herr Joas, dazu noch was sagen und dann sind Sie eingeladen, auch noch einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, es ist eine Ergänzung zur auch hier intensiv geführten Demokratiedebatte, die mich deswegen positiv erreicht hat, weil es mich schon etwas genervt hat, dass wir nur noch über Partizipationswege geredet haben in den letzten 2 Jahren manchmal. Also ich selber in meiner eigenen Partei habe eine Parteireform zu verantworten gehabt und es gab eine Riesendebatte über Wutbürger und wie sich selbstbewusster gewordene Bürgerinnen und Bürger in unsere Gesellschaft einbringen können, auf welchem Weg reicht die parlamentarische repräsentative Demokratie aus oder muss sie ergänzt werden, wozu ich prinzipiell also eine positive Meinung habe. Aber es war doch ziemlich viel Gerede über Verfahren dann doch. Also ich glaube auch über die Verfahren selber sind Ausdruck von einem Wert gewesen, also nämlich, dass eine Demokratie Demokraten braucht, die sich beteiligen und dass man deswegen viele Wege aufmachen muss. Das finde ich also alles auch richtig. Aber ich finde schon, dass ein Niedergang der hegemonialen Denklogik von 20, 30 Jahren jetzt, doch die ja auch mit Werten verknüpft war, nämlich der gesamte neoliberale Mainstream, der ja in weiten Teilen der USA in Europa dominierend war, eigentlich nicht wirklich aufgearbeitet worden ist. Was bedeutet das eigentlich für den Wertekonsens, der ja auch neu zu definieren ist? Da sehe ich das eher wie Joas, der hat auch eine relative Seite. Also wie gehen wir damit eigentlich um und was heißt denn dann Arbeit auf einem globalen Arbeitsmarkt heute noch? Und was bedeutet das eigentlich? Was für eine Armutsspreizung hält denn eine Gesellschaft aus? Und das sind alles Fragen, die für mich die Frage nach den zugrunde liegenden Werten und für welche Werte wir wirklich gesellschaftliche Konflikte eingehen wollen, auslöst. Und diese Frage ist eine Suche nach möglichst neuen Schnitten, Mengen auch, die Politik überhaupt erst ermöglichen, weil ich sehe nicht, Sie haben das eben so gesagt, dass Werte und Interessenausgleich irgendetwas ist, was man gegeneinander diskutieren muss. Man kann ja immer nur gucken, wo findet sich eine möglichst große Schnittmenge, zum Beispiel von Eigeninteressen eines Unternehmens mit allgemeingültigen Werten, die möglichst vielen Menschen nützt. Oder wie viel, und da denke ich, an der Stelle haben wir einen neuen Akzent in der Debatte mit diesem Wertediskurs hier. Und ich möchte Ihnen noch als Letztes sagen, es gibt ja den Begriff wertkonservativ. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich nicht den Gegenbegriff werteprogressiv? Und da habe ich schon den Verdacht gehabt, könnte es sein, dass auch schon mit der Wertedebatte hier wieder Politik gemacht wird?
Und wenn das so ist, dann ist genau dieser Akzent, dass wir auch Werte wirklich darauf abklopfen, ob sie denn ernst gemeint sind und, wo, und von welcher Richtung sie kommen und ob sie Beiträge zu einer fortschrittlichen Gesellschaftsperspektive bieten, doch ein sehr aktueller. Jedenfalls mit Wertekonservativ fühle ich mich nicht abgebildet, aber ich bin trotzdem jemand, der wertebasierte Politik sehr zentral in seinem politischen Leben hat. Und das, glaube ich, muss man dann hier auch unter dem Dach der Friedrich-Ebert-Stiftung ausdiskutieren. Ja, womöglich haben Sie jetzt einen neuen Begriff. Ja, Werteprogressiv, ja, genau. Also ich sage drei kurze Sachen. Erstens hat Frau Roman mir zugestimmt an einem Punkt, wo ich erschrocken bin, dass Sie mir zustimmen. Ich hatte gesagt, es gibt keine intentionale Werteerziehung der Art, wir beschließen, die sollen diese Werte haben und dann machen wir das und dann kriegen die die. Und Sie haben das so aufgenommen, als hätte ich gesagt, Regulation der Finanzmärkte, nein. Das habe ich nicht gemeint, sehr ausdrücklich. Ich bin schon sehr stark der Meinung, dass, weil es das nicht gibt, dass man die Werte so einfach beeinflussen kann, manchmal zum Beispiel das Recht an der Stelle wirken muss. Also man muss jemanden daran hindern, was Bestimmtes zu tun, den man nicht dazu bringen kann, das von selber zu unterlassen. Und vielleicht ist es in diesem Bereich eben auch so. Zweitens, Sie fragen, Herr Perger, warum jetzt diese Wertedebatte? Vielleicht darf ich sagen, so neu ist die nicht, auch nicht in der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Sozialdemokratie. Also ich könnte es ein bisschen, wie soll ich sagen, lustig, anekdotisch sagen, ich habe einmal einen Brief gekriegt von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ob ich mich mit Michail Gorbatschow über den Wert Freiheit öffentlich unterhalten möchte. Und ich dachte damals, irgendein Freund spielt mir einen Streich, ja, und ich soll darauf hereinfallen, dass ich mit Gorbatschow, aber das hat stattgefunden, mit Rudolf Scharping in der Mitte, also über die drei Grundwerte, ja, über die drei Grundwerte hat in Berlin und Bonn und so weiter auch schon in den letzten 20 Jahren, auch in diesem Partei- und Institutionenrahmen oft was stattgefunden, sodass man gar nicht so fragen darf, sozusagen, was ist so neu. Und drittens und letztens, ich finde sehr produktiv, dass Andrea Nahles gesagt hat, zunächst mal nur historisch, die SPD konnte in ihrer langen Geschichte doch manchmal die Menschen begeistern. Das stimmt ja. Und jetzt vielleicht zurzeit nicht. So. Ja, ja, Moment, da sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung. Aber also auf jeden Fall werden Sie vermutlich nicht bestreiten, dass, sagen wir mal, es im 19. Jahrhundert oder im Kaiserreich eine Zeit gegeben hat, wo SPD eine Vision von Sozialismus hieß, nicht von Grundwertekatalog, sondern von einem irgendwie utopischen Ganzen. Und dass das Leute begeistert hat. Oder dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in West-Berlin, also ich war mit diesem Herold Hurwitz so etwas näher, der das alles untersucht hat. Also Westberliner begeistert für die Sozialdemokratie, also für einen demokratischen Sozialismus und für den Abwehrkampf gegen die Sowjetunion und so weiter waren. Ich finde, Sie haben ein Stichwort fast gesagt, woher so eine Begeisterung heute kommen könnte. Und das hieß Zurückeroberung des Gestaltungsraums der Politik. Aber mehr als das Stichwort haben Sie auch nicht gesagt. Ja. Also ich glaube, die Begeisterung könnte daher kommen, wenn Sie es zeigen könnten, also jetzt sagen Sie nicht, ich soll es zeigen, ja, aber wie diese Rückeroberung des Gestaltungsraums der Politik ausschauen könnte, dann könnte mit Sozialdemokratie wieder was Begeisterndes assoziiert sein. Herr Professor Joas, wir wünschen... Wir wünschen uns natürlich, dass dieser Wertekongress tiefere Spuren im Gedächtnis, im öffentlichen Gedächtnis hinterlässt als die vielen Debatten der 70er und 80er Jahre. Ich erinnere mich allerdings auch an einen wichtigen Wertekongress, der nicht so hieß, den die IG Metall im Jahr 72 veranstaltet hatte zum Thema Grenzen des Wachstums beziehungsweise damals zu Lebensqualität. Ein bleibender Eindruck, möchte ich sagen, von dem wir viel mitgenommen haben. Jetzt einige Fragen aus dem Publikum. Wir haben Herrn Ida Rümmelin, dann hatten Sie sich gemeldet, Sie und hier hinten. Und die
Online-Kollegen. Wenn Herr Niederlohmeli, wenn Sie nichts dagegen haben, dann ziehen wir die mal kurz vor, weil die jetzt die ganze Zeit schon gesammelt haben und Sie sind dann der Nächste. Sie brauchen aber ein Mikro, denke ich, ne? Genau, besten Dank, Herr Perger. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, im Livestream alles mitzuverfolgen und zu kommentieren. Und auch bei Twitter gibt es einige zustimmende und interessante Kommentare, aber auch Fragen. Und in der Kürze der Zeit wegen habe ich davon zwei ausgewählt. Vielleicht können Sie am besten entscheiden, wer auf dem Podium die beantworten kann. Einmal gibt es ganz interessant einen neuen Begriff, der eingebracht wird, und zwar der Begriff der Interessen. Ein Begriff, mit dem ja auch Thomas Mayer sich in der aktuellen NGFH auseinandersetzt, der in Ihren Wappen liegt. Und da ist die Frage, in welchem Verhältnis sollten Werte und Interessen zueinander stehen. Und dann gibt es eine Frage zu Jugendlichen, und zwar, wie man ein Werteverständnis Jugendlichen in der Bildung nahebringen kann. Das ist so ein, zwei Fragen, die ich ausgewählt habe aus dem Chat. Vielen Dank. Zur Ergänzung nur NGFH heißt Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte, falls nicht jeder den Jargon kennt. Bitte. Ja, ich will zu zwei Punkten eine Anmerkung machen, die hier in der Diskussion eine Rolle gespielt haben. Das erste war die interessante Debatte zwischen Frau Müller und Herrn Joas. Ja, was für einen Status haben eigentlich Werte? Darum ging es ja letztlich. Und Sie, Frau Müller, Sie haben sich für einen eigentlich realistischen, würde man das im heutigen Jargon der zeitgenössischen Philosophie bezeichnen, Standpunkt ausgesprochen, universalistisch, ja, sind dann rückfällig geworden und haben diese Position damit begründet, dass es Psychologen gibt, die meinen, das sei weit verbreitet. Also, wenn die Philosophie irgendeinen Sinn hat, dann eben Begriffe zu klären und Gedanken etwas präzise zu fassen. Also der Realismus besteht gerade in der These, dass wir uns irren können. Oder anders ausgesprochen, also bezüglich Werten und Normen. Ethischer Realismus besagt, wir können uns irren. Wir können uns auch alle irren. Wir können uns auch alle irren. Nie käme jemand auf die Idee zu sagen, ja schaut mal, die physikalische Welt hat sich doch verändert. Denn 1520 haben die Leute gemeint, es sei so und so. Wir sagen, was? Sie haben sich halt geirrt. Ja, unterdessen sehen wir es etwas genauer. Ich sympathisiere mit diesem Realismus. Man darf ihn nicht auf überziehen. Ja, das ist etwas, was wir ja auch im pragmatistischen Kontext etwas diskutiert haben. Aber wir müssen sehen, da ist ein Erkenntnismoment. Und das unterstütze ich. Ja. Es geht auch darum, herauszubekommen, wie es sich wirklich verhält, wie es angemessen ist, miteinander umzugehen. Menschenwürde, gleicher Respekt und so weiter. Und damit zum zweiten Punkt. Herr Joas, Sie hatten gesagt, ja, Sichtung der Programme zeigt, da gibt es eigentlich gar keine großen Unterschiede. Und so. Jetzt kann man ein bisschen noch replizieren und sagen, naja, die CDU hat das 1978 entdeckt, das heißt genauer Richard von Weizsäcker bei dem Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms. Wir haben das 1959 entdeckt im Godesberger Programm. Aber das sind Kleinigkeiten. Ich gebe Ihnen erstmal im Oberflächenbefund völlig recht. Aber ich glaube, da ist was im Spiel. Andrea Nahles hat das ein bisschen angedeutet, was sehr grundsätzlich ist für selbstverständliche Sozialdemokratie. Nämlich, dass anders als in den anderen Programmen und in vielen programmatischen Dokumenten für uns diese drei jetzt mal, ja, Gleichheit, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität, eigentlich drei Aspekte des gleichen Phänomens sind. Nicht Werte, die man gegeneinander ausspielen kann, sondern drei Aspekte desselben Phänomens. Sie sind unlösbar irgendwo, so heißt es im Hamburger Programm, unlösbar miteinander verknüpft. Ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie sagten, es wird nie geklärt, Priorität. Nein, geht gar nicht. Und da müssten wir ein bisschen länger drüber reden, aber der zentrale Punkt ist genau der, gleiche Autonomie, gleicher Respekt, gleiche Würde, Solidarität als Praxis, die es ermöglicht, dass Menschen in gleicher Weise ihr Leben führen, selbstbestimmt, gleichem Respekt, gleicher Anerkennung. Müsste man ein bisschen mehr dazu sagen, aber mir ist dieser Punkt wichtig, dass es hier einen echten Dissens gibt zu den anderen Grundsatzprogrammen und das ist, glaube ich, eine der Stärken, die wir da erarbeitet haben. Ich habe hier eine Wortmeldung in der vierten Reihe. Ja. Ich möchte jetzt Sie alle bitten, mir zu helfen, auf dass ich nicht anschließend von den Veranstaltern geteert und gefedert werde. Wir sollten eigentlich in 5 Minuten zu Ende sein, das wird so nicht gehen, aber in 8 vielleicht. Wenn Sie sich also bitte ganz kurz auf eine Frage oder einen kritischen Zuruf beschränken wollen. Ich heiße Michael Gerten, unterrichte an der Uni Bamberg Philosophie, Politik und Ökonomie.
Ich habe eine grundsätzliche Differenzierung zu machen, die in der südwestdeutschen Schule der Wertphilosophie gemacht worden ist und die, wenn man sie nicht macht, zu diesen Missverständnissen, wie ich finde, führt, die hier aufgetreten sind. Die Wertphilosophie unterscheidet bei dem Begriff Wert zwischen der Wertgeltung und der Wertanerkennung. Die Wertgeltung ist überzeitlich, auch nicht psychologisch. Die Wertanerkennung ist natürlich zeitlich, geschichtlich, historisch verschieden. Wenn man jetzt mal den Begriff Menschenrechte nimmt, keiner von uns würde sagen, die Menschenrechte sind für China nicht gültig, aber viele von uns wissen, sie sind in China nicht anerkannt. Sie sind also in ihrer Gültigkeit nicht anerkannt, während sie bei uns in ihrer Gültigkeit anerkannt sind. Wir sollten uns also bei dem Wertbegriff immer fragen, meinen wir die Gültigkeit eines Wertes, wenn wir Wertewandel meinen, oder meinen wir die Anerkennung eines Wertes? Denn die Gültigkeit ändert sich nicht, sondern die Anerkennung ändert sich und wechselt. Und diese beiden Sachen muss man aufeinander beziehen. Die zweite Bemerkung ganz kurz. Es bringt sehr wenig, bei der ersten Schleife stehen zu bleiben und Werte zu sammeln, wie das hinten auf dem Bild ist. Die Wertesammlung ist sozusagen der erste Ansatz. Die Frau Müller hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass die Werthierarchie geklärt werden muss, nicht nur die Wertesammlung. Und der Philosoph legt Wert darauf, dass nicht Werte gesammelt werden, sie werden gegliedert, sie werden aufeinander bezogen und ganz wichtig, sie müssen begründet werden, nicht nur behauptet oder gewünscht oder umgesetzt oder auf ihre Interessen hintergrund gefragt werden, sie müssen begründet werden. Das ist die Aufgabe der Philosophie, eine Werthierarchie zu begründen. Danke. Vielen Dank. Hier hinten ein ganz in der letzten Reihe. Ja, mein Name ist Hans-Joachim Schabedort. Ich arbeite beim Vorstand der IG Metall in der Abteilung Gesellschaftspolitik. Herzlichen Dank, Herr Perger, dass Sie nochmal an unsere Wertekonferenz vor 40 Jahren in Oberhausen erinnern. Die IG Metall macht 40 Jahre danach im Dezember, der 6., 7. und 8. hier in Berlin eine Weiterentwicklung dieser Konferenz. Und es geht da auch um Werte, aber uns geht so ähnlich wie Herrn Joas, der die Grundwerte der verschiedenen Parteien miteinander in Vergleich setzt und dann zu der Überraschung kommt, naja, in den Formulierungen ähnelt sich das alles. Da hat ja Frau Nahles recht, wenn die sagt, an den reinen Formulierungen kann man zwischen Böcke und Schafe nicht mehr unterteilen. Da muss man schon auf die Handlungen gucken und nicht auf die schönen Worte. Und aus diesem Dilemma heraus, dass die Werte und die verbalen Bekenntnisse zur Werte kein Unterscheidungskriterium mehr für die Beurteilung der tatsächlichen Politik ist, versucht die IG Metall, die Konsequenz zu ziehen, etwa in Anlehnung an Martha Nussbaums und Amartya Sens Philosophie vom gelingenden Leben, einen anderen Maßstab für die Bemessung wertorientierter Politik zu finden. Das ist der Maßstab gutes Leben. Das ist der Maßstab gute Arbeit, oder wie wir sagen, gute Arbeit als Basis für gutes Leben. Und ist das nicht, das ist meine Frage an Sie, Herr Joas, ist das nicht eine Weiterentwicklung, die uns mehr bringt in der praktischen Politik und in der theoretischen Debatte als der Rekurs auf Werte, die viele Parteien ja gemeinsam haben? Die Dame in ein paar Reihen davor. Danke. Ja, grüß Gott, mein Name ist Eva Peterle. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus der praktischen Arbeit mit Flüchtlingen und Asylbewerbern in Würzburg. Und das, was mir da jeden Tag begegnet und was mich mit tiefer Scham erfüllt, ist die Frage, ist dieses Deutschland eine Demokratie? Das höre ich von vielen Menschen aus vielen Ländern und das beschäftigt mich seit Jahren. Und es ist immer wieder diese Frage nach Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich erlebe die massivste Verletzung dieser Würde mitten in diesem Land jeden Tag. Und es bringt mich selber an die Grenzen zu sagen, haben wir überhaupt noch Werte? Und welche dieser Werte orientieren sich, und zwar ohne Relativierung, da gebe ich Ihnen recht, Frau Müller, an der Würde des Menschen. Und wenn Sie es nicht tun, dann haben wir ein Problem. Und darüber müssen wir ganz breit in der Gesellschaft debattieren. Und diese Werte, diesen ersten Artikel müssen wir umsetzen. Und wenn wir das nicht tun, brauchen wir keine Debatten mehr zu führen. Danke.
Vielen Dank. Und als letztes, der Herr in der zweiten Reihe. Hier. Ja, ich bin Hans Flemming. Ich bin seit fast 50 Jahren Mitglied der SPD. Trotz der fatalen Agenda 2010, die im März 2003 vom Zaun gebrochen worden ist. Das ist also ein Punkt, den Sie wahrscheinlich gemeint haben, Herr Joas, dass die SPD eben nicht die Menschen begeistert hat. Danach haben hunderttausende Mitglieder die SPD verlassen. Und ich hätte mich gefreut, wenn unser Vorsitzender Sigmar Gabriel der nächste Kanzlerkandidat wäre, denn der hat ja schon vorsichtige Absetzbewegungen gemacht von dieser fatalen Basta-Politik der Agenda 2010, während der jetzige Kanzlerkandidat hoffentlich noch dazulernen kann. Er hat damals mitgewirkt. Andrea, zu deiner Formulierung mit wertkonservativ. Dir ist natürlich klar, dass innerhalb der Konservativen der Begriff wertkonservativ ein Gegenbegriff ist zu den Strukturkonservativen. Danach sind natürlich die Wertkonservativen uns näher als die Strukturkonservativen. Trotzdem frage ich mich, ob so ein Begriff wie wertprogressiv, ja, vielleicht könnte der was bringen. Vielen Dank. Ich würde jetzt bitten, dass wir hier vom Podium eine kurze Antwortrunde machen. Auch davon wird abhängen, wie mein Verhältnis zu den Veranstaltern sich nachher gestaltet. Frau Hauptmann, möchten Sie noch was sagen? Dann mache ich da mal den Anfang. Ich habe auch aus den Fragen und Beiträgen aus dem Podium mitgenommen, dass wir hier wahrscheinlich eine vielschichtige Diskussion brauchen, die sich sowohl nochmal von wissenschaftlich, von philosophischer Seite mit dem Wertebegriff befasst. Ich hatte es vorher nicht verraten, ich hatte auch vom Studium her eine gewisse Vorbelastung. Ich habe Marxismus-Leninismus studiert und meine Vorstellung, ob ein Wert nun bloß sich über einem Erkenntnisproblem zu nähern ist oder ob er sich wandelt, ist ein Stück weit anders. Aber ich denke, das macht auch nichts, da die Meinungen so zu diskutieren für mich. Und ich bin ja hier als Vertreterin der Wirtschaft, ist aber einfach wichtig mitzunehmen, dass es da auch einen Dialog gibt, dass das, was in Werten dann nachher in rechtlichen Rahmen für unternehmerisches Handeln und für das Handeln in den Unternehmen dann sich umsetzt, dass das nicht nebeneinander steht, sondern dass das durchlässige Flüsse von Gedanken und Vorstellungen sind. Also zwischen dieser wissenschaftlich-philosophischen Sicht, zwischen einer politisch-gesetzgeberischen und der unternehmerischen Seite. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, Professor aus Bamberg, für diese Begriffe. Die werde ich demnächst benutzen. Das ist genau das, was ich auch versuchte deutlich zu machen. Zu Ihnen, Herr Römmelin, natürlich ist die Erkenntnis etwas, was immer sich verändern kann. Ich halte es nur für die Politik und für politische Kommunikation für wichtig, dass man sich auf bestimmte Werte und ihre Operationalisierung einlässt und die nicht zum Relativen, sondern man sagt, also wir hatten vorhin, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, mit dieser Debatte, die wir auch in anderen Zusammenhängen haben, es muss aber auch den Menschen Spaß machen, es muss aber auch irgendwie ankommen, es muss, nein, es ist die Aufgabe, bestimmte Werte für die Lösung bestimmter Probleme, das ist ja auch nicht eine abstrakte Größe, sondern die geht es um Probleme, die wir, und die haben wir ja massiv. Wir haben ja massive Ungleichheit. Wir haben ja massive Verletzung von Menschenwürde, was Sie vorhin dargestellt haben am Beispiel der Migranten. Und da erwarten doch die Menschen Antworten von Politik, und da wird man auch die Unterschiede der verschiedenen Parteiprogramme sehen, auf wie man Werte umsetzt in Programme, die dann eben nicht trennen sozusagen eine Sonntagsredendebatte über Werte und wie toll und was ich was. Und dann bei der nächsten Gelegenheit kommt man wieder auf den politischen Alltag und redet über die Frage, ob man nun die Abgeordnetenbestechungsregelung im Bundestag im Moment ansteht, verschafft oder nicht. Und die UN-Konvention gegen Korruption ratifiziert oder nicht. Und hebt das sozusagen von der Debatte, die wir im Moment hier geführt haben, völlig ab. Also nochmal, Umsetzung ist gefragt, aber auch nicht ständige, sozusagen, man kann darüber philosophieren, über Relativität, aber wir brauchen ein klares Bekenntnis zu bestimmten Werten und die Glaubwürdigkeit, dieses auch umsetzen zu wollen.
Wobei dann immer noch die Frage der Geltung oder Anerkennung, ob man die Mehrheiten dafür findet. Aber politische Prozesse, auch das nochmal zu Ihnen, sind natürlich das berühmte dicke Brett, was gebohrt werden muss. Und dass das nicht von heute auf morgen kommt. Aber man muss eine klare Richtung haben und eine Glaubwürdigkeit, dass man dafür eintritt und dass man dafür kämpft. Danke. Die Umsetzung ist gefragt. Nun, vielleicht können wir einige Klarheit reinbringen in die vermeintliche Begriffsgleichheit, wenn wir uns nochmal die Definition vor Augen führen, die mich hier wirklich begeistert hat. Werte, stark emotional besetzte Vorstellung vom Guten. Und wenn wir uns die Vorstellung von einer guten Gesellschaft angucken, in den unterschiedlichen Ausformungen, sowohl in der Theorie wie in der Praxis, finde ich, kommt man zu einer Trennschärfe auch bei den Werten, die dahinter liegen. Weil es gibt sehr wohl, was die Vorstellung vom Guten angeht, immer doch zwischen den Parteien in Deutschland erhebliche Unterschiede. Was ist gut? Ist ein starker Sozialstaat, der vielen gleiche Chancen organisiert, gut oder ist er schon Überregulierung oder Eingriff in die Freiheit des Einzelnen? Als Beispiel, das ist ja eine Debatte, die auf eine unterschiedliche Priorisierung von Werten hindeutet. Vielleicht kommen wir ein Stück weit über die Vorstellung, was denn eine gute Gesellschaft ist, also das, was ein gleichzeitig Definitionshintergrund von Werten ist, den Sie aufgemacht haben, kommen wir da ein Stück weiter. Ich persönlich habe seit einigen Jahren, auch mit Unterstützung der RWS, ein Diskussionsprojekt laufen, europaweit, das heißt Building a Good Society. Und wir haben uns bewusst entschieden, den Begriff gute Gesellschaft oder die Idee einer guten Gesellschaft vielleicht schon fast als Provokation zum Werterelativismus dem Ganzen entgegenzusetzen und zu sagen, wir wollen eine bessere Gesellschaft, eine gute Gesellschaft für möglichst viele Menschen organisieren. Wie können wir das tun? Und das können wir auch nicht mehr national alleine diskutieren. Das war die zweite Grundannahme. Also haben wir diesen Prozess eingeleitet, der mittlerweile in ganz Europa auch mit, wie gesagt, Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung läuft. Und ich kann nur sagen, von daher Mut zur Diskussion der Werte und der Idee einer guten Gesellschaft. Ich bin jedenfalls dabei. Vielen Dank, Herr Joas. Sie hatten das A und jetzt das O. Jetzt kriege ich auch noch das O, vielen Dank. Also ich sage mal zuerst, ich habe jetzt ein schlechtes Gefühl, wenn wir Fragen aus dem Livestream zulassen, aber keine Antwort darauf geben. Und deshalb gebe ich nur zu einer der beiden Fragen eine ganz kurze Antwort. Es wurde ja gefragt nach dem Verhältnis von Interessen und Werten. Und da hat Frau Müller, glaube ich, das Entscheidende vorhin allerdings schon gesagt, also dem ich völlig zustimmen würde auch, nämlich es gibt die Interessen nicht einfach vorfindbar in der Welt, sondern Menschen definieren etwas zu ihrem Interesse. Und in diese Definition gehen schon Vorstellungen vom Guten und Bösen und insofern Werte mit ein. Und dann, darum ist es nicht einfach so, dass Werte und Interessen sozusagen zusammenstoßen, sondern in dem Interesse steckt schon was Werthaftes. Zweitens ist wurde jetzt immer wieder darauf verwiesen, dass ich gesagt habe, die Programme in Deutschland unterscheiden sich nicht so. Ich habe das wirklich als sozusagen empirische Behauptung über Deutschland gemeint. Also zum Beispiel in den USA, weil Sie Romney und so weiter genannt haben, ist das Spektrum im Moment größer. Ja? Aber verkürzt gesagt, Helmut Kohl war nicht Maggie Thatcher. Also in Deutschland ist das Spektrum enger und das ist etwas, was ich gut finde. Also was ich jetzt nicht, also sag mal, was ich in Hinsicht auf Wohlfahrtsstaatlichkeit gut finde, ob ich es in Hinsicht auf Europapolitik so gut finde, ist eine andere Frage, muss ich sagen. Ja, also weil ich da nicht weiß, wo sich zurzeit in diesen Parteien die eher skeptischen Stimmen artikulieren. Ich glaube aber, die müssten sich auch artikulieren. Drittens, vier Sachen sage ich ganz kurz. Drittens, Herr Gärtner, natürlich völlig richtig. Aber wir müssten darüber reden, ohne dass jetzt die Zeit ist, wie weit man mit so einer Begriffsunterscheidung wirklich kommt. Ich bin viel radikaler historistisch. Also auch das, was Sie die Geltungsebene nennen, hat vielleicht irgendwann angefangen. Verstehen Sie, bevor die griechische Philosophie und die Weltreligionen entstanden. Ja gut, Sie können von allem sagen, das hat schon gegolten, als noch kein Mensch auf die Idee gekommen war, dass es gelten soll.
Ja, aber dann müssen Sie mir sagen, wo waren das damals, als keiner dran geglaubt hat? Verstehen Sie? Und darum interessiert mich schon, wann kam jemand drauf zu denken? Und damit rücken die zwei Ebenen wieder näher zusammen. Und viertens und letztens, also ich fühle mich jetzt wirklich unwohl sozusagen durch diese Konfrontation mit Frau, Konfrontation, völlig übertrieben, ja, also leichte Differenz, die gar nicht so groß nämlich, glaube ich, ist, dann werde ich immer mehr wie ein Relativist wahrgenommen. Aber ich habe ein ganz anderes Pathos. Also ich glaube sehr stark, dass ich weiß, welche Werte gut sind. Aber ich versuche die ganze Zeit zu sagen, es bringt nichts, nicht genau bei denen hinzuschauen, die diese Werte nicht teilen. Und dazu sagen, irgendwie haben die Psychologen gezeigt, dass wir das alle teilen. Das glaube ich nicht bei NSU, chinesischer Parteiführung, Salafisten und so weiter. Das glaube ich nicht. Sondern die haben wirklich andere Vorstellungen. Und nicht, weil ich schwanke, sondern weil der politische Umgang das nötig macht, müssen wir da ganz genau hinschauen und nicht sozusagen einen, in dem Sinn dann falschen, also in ihrer Begrifflichkeit könnte man das ausdrücken, irgendwie unterstellen, die anderen würden letztlich schon auch dran glauben. Nein, manche sind vehement gegen diese Grundwerte der Sozialdemokratie oder von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Und darum haben Sie gesagt, letzter Satz, wir brauchen Bekenntnisse. Ich habe eher die Neigung zu sagen, nein, die brauchen wir nicht, sondern wir brauchen den genauen Blick auf diese Sachverhalte. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie die Nachspielzeit durchgehalten haben. Wie Sie sehen, ist es auch hier wie im richtigen Leben und wie auf dem Platz. Die meiste Energie entlädt sich in der Nachspielzeit. Jetzt haben die Techniker noch das Wort. Ja, wie es auch so oft im Leben ist, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Oder wir sind mittendrin im nächsten Spiel. Rein zeitlich sind wir schon in unseren nächsten Arenen und Foren. Deswegen erlauben Sie mir bitte kurz ein paar Hinweise, wie es jetzt weitergeht nach dieser spannenden Debatte. Wir möchten jetzt in drei einzelnen Foren die viel benannten Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität genau beleuchten. Wo machen wir das? Die gute Nachricht ist, die Gerechtigkeitsgruppe bleibt im Saal. Die zieht nicht aus, während die Freiheit das Haus verlässt und die Landesvertretung NRW auf die andere Straßenseite sich begibt. Und die Solidarität hakt einander unter und hat einen etwas weiteren Weg, 50 Meter auf die andere Straßenseite, in das Haus 2 der Friedrich-Eber-Stiftung, das schöne Backsteingebäude, Klinkergebäude an der rechten Straßenseite. Dort ist die Arena zum Thema Solidarität. In allen diesen Räumlichkeiten finden Sie Erfrischungsgetränke, also begeben Sie sich bitte gleich sofort in die anderen Räumlichkeiten, dass wir relativ zügig weitermachen können. Und bitte all die, die den Raum verlassen, nehmen Sie Ihre Unterlagen mit, weil es kommen nachher zur Abendveranstaltung um 19 Uhr noch weitere Gäste, sodass sozusagen Ihre Sachen auch mitgenommen sind und Ihr Platz nicht durch andere belegt ist. Es gibt einen Abendimbiss auch jeweils in den Veranstaltungsräumen und all diejenigen, die zurückkommen, kommen Sie durch den Hintereingang, da kommen Sie schneller rein. Soweit. Von meiner Seite danke für die sehr, sehr spannende Debatte ans Podium und weiterhin spannende Debatten bei uns beim Wertekongress. Dankeschön.